heute im Rasenfunk? Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann. Alles zur Bundesliga der Frauen. Nach der Nations League Pause geht's jetzt endlich wieder weiter mit der Liga und zwar mit einem sogenannten Topspiel. Nachdem jetzt aber einige munkeln, wir könnten Jovana Damjanovic das nächsten Sommer wieder sagen hören, was sie jetzt auch im Eingangston gesagt hat, das ist noch von der Meisterfeier eben aus der letzten Saison. Nun denn, der 6. Spieltag ist durch und wir sprechen darüber und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk. Mein Name ist Nina Potzel. Bei Instagram findet ihr mich, unter @die45_podcast ist der Name von meinem Podcast, den ich auch habe, und Nina Potze auf Blue Sky. Wie Max angekündigt hat, schaue ich heute mit euch auf den 6. Spieltag der Bundesliga der Frauen. Aber eben nicht nur ich, sondern ich habe zwei weitere Stimmen an meiner Seite. Zum einen ist das Jule Mäuser, unter anderem von Lottes Erbenen und Früff. Hi, Jule. Ja, hallo, ich muss jetzt erstmal dieses Intro verdauen. Was macht mich schon beim Hören immer ganz... Das ist jetzt nicht schöner geworden. Ja, I'm so sorry, du bist Wolfsburg-Fan, ja, als Erklärung mal für die Hörerinnen und Hörer. Jule könnt ihr auf Mastodon finden bei bioschokolade@fruffsocial, fruff.social, fruff dann mit UE, bei Blue Sky auch unter dem gleichen Namen, ne? Super. Genau. Und dann haben wir noch mit dabei Miriam Scheel. Das zweite Mal ist sie erst dabei, in ziemlich schneller Folge hintereinander. Hi Miriam, schön, dass du dabei bist. Hi. Vielen Dank für die Einladung und freut mich wieder hier mit dabei zu sein. Ja, beim zweiten Spieltag warst du das erste Mal mit dabei gewesen, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, müsste der zweite Spieltag gewesen sein, ja. Genau. Ja, seid ihr denn beide gut durch diese Länderspielpause durchgekommen, die wir da hatten? Ja, klar. Also auch da mal reingeschaut, aber tatsächlich auch wieder auf die Bundesliga gefreut. Also ich fand es ja mal ganz angenehm, dass man nicht jeden Abend Fußball geguckt hat, weil das ist ja jetzt durch diese neue Zeiteinteilung in der Liga schon extrem, irgendwie Freitagabend, dann Samstagnachmittag, Sonntagabend und dann Montagabend und jetzt kommt ja Champions League, da ist man ja eigentlich nur noch am gucken, das war mir vorher gar nicht so bewusst, ich dachte ja, das ist ja ganz nett, dass das so ein bisschen, aber eigentlich ist es doch ein bisschen viel, ja, deswegen fand ich das bei der Länderspielpause ganz nett, da gab es mal so zwei Spiele, konnte man gucken. Ja, so ein bisschen durchatmen, ne, ging mir ähnlich. Und dann fragt mal Max, ey, wenn der da irgendwie die ganzen Spiele, also auch noch von den Männern guckt und so, das ist halt schon echt, ganz schön hart. Ja, wenn ihr noch mehr hören wollt zum Nationalteam, dann abonniert auf jeden Fall auch, den Feed Nationalteams Frauen. Da hat's auch eben zur Nations League Pause eine Folge gegeben mit Max. Hier in diesem Feed mit dem gelben Logo geht's ja eben ausschließlich um die Bundesliga der Frauen. Und bevor wir wirklich loslegen mit dem Spieltag, dann nochmal der Hinweis, der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Ihr könnt ihn gerne unterstützen über rasenfunk.de/supportersclub. Ganz lieben Dank da an alle, die das schon tun. Davon haben wir alle was. Vor allem eben auch unsere GästInnen und auch ich, wenn ich hier einspringe als Moderatorin, denn wir bekommen davon eben ein Honorar von Max. Also ganz cool, danke an euch, wenn ihr das schon macht. Naja, und dann würde ich mal sagen, legen wir mal los und zwar mit dem Spiel, das gerade erst vorbei ist. Jule, du hast es ja schon gesagt, Montagabend gibt es auch noch was zu gucken und da kommen wir gerade wirklich, keine Ahnung, Abpfiff ist gewesen vor 10, 20 Minuten oder so. Werder gegen Eintracht Frankfurt. Ja, es ist ausgegangen 1-0 für Frankfurt vor 1567 ZuschauerInnen am Platz 11 in Bremen durch das Tor von Nicole Anjomi in der 20. Minute. Ein Spiel, das Miriam jetzt, ja, also nicht so unfassbar begeistert hat, oder? Nicht so ein richtiger Spielfluss ist da drin gewesen, wie ging es dir beim Zuschauen? Ach, ich finde, es ging tatsächlich. Also ich fand es am Anfang relativ zerfahren, so die erste Viertelstunde, würde ich mal sagen. Danach hat man dann doch gemerkt, dass bei der Eintracht ein bisschen mehr Plan im Spiel ist. Ich fand Bremen überraschend schwach, muss ich sagen. Also ich fand sie auch im Zweikampf nicht sehr präsent, also zumindest mal die erste Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hat sich das ein bisschen geändert. Aber das Tor zum Beispiel von der Eintracht war echt schön rausgespielt, also der Pass von Dorsun in die Tiefe und dann mit dem ersten Kontakt weitergeleitet von Praschnicker.
Dann erstmal noch gut gehalten von Livia Peng, die generell eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Also die, bei der können sich die Mitspielerinnen mal noch bedanken, dass es, dass sie da eigentlich bis zum Schluss noch im Spiel geblieben sind, muss man leider sagen. Und Anyomi macht es dann echt clever. Also den muss man, den Abpraller, den sie da einfach als Bogenlampe nochmal über alle ins Tor bringt, den, der ist gar nicht so einfach und den macht sie, den verwertet sie dann echt clever, diesen Abpraller. Ja, ich habe mich da auch total gewundert. Ich habe eben auch erst gedacht, so jawohl, Livia Peng, irgendwie, was eine krasse Parade. Das hast du ja auch schon gesagt, die hat mehrmals, habe ich mir da auch aufgeschrieben, echt stark gehalten. Und dann kam aus dem Nichts gefühlt irgendwie eben diese Bogenlampe nochmal rein. Das war schon echt richtig, richtig stark gemacht. Du hast jetzt gerade eben schon einige Punkte angesprochen, auf jeden Fall. Du hast aber eben als erstes von dem Plan von Frankfurt gesprochen, den man da eben deutlicher gemerkt hat als bei Werder. Wie hat denn der Plan ausgesehen? Ich finde, dass die Eintracht ziemlich variabel im Aufbauspiel war. Das hat mir extrem gut gefallen. Also die haben zum Teil hinten nur mit den Innenverteidigerinnen aufgebaut oder dann hat sich eine Barbara Dunst mehr oder weniger als Außenverteidiger mit reinfallen lassen. Beim nächsten Spielaufbau war es dann, dass sich Tanja Pavolek zwischen die Innenverteidiger hat fallen lassen. Also das hat mir extrem gut gefallen, weil das total variabel war und dementsprechend auch extrem schwer zu verteidigen dann für Werder, weil sie sich überhaupt nicht darauf einstellen konnten, wie der Aufbau da aussieht. Und dann haben auch die Offensiven, wo man sagen muss, dass die Eintracht da tatsächlich sehr viel Potenzial hat. Also mit einer schnellen Anyomi Praschniker, die auf engem Raum, die auch heute wieder ein Dribbling hatte, wo sie irgendwie 4 Spielerinnen aussteigen lässt. Und dann aber leider, also in dem Sinne leider, dass sie sich dafür nicht belohnt, weil es echt gut war vorher. Und auch natürlich eine Laura Freigang. Das heißt, da ist vorne schon viel Potenzial und noch viel Tempo. Und ich finde, die haben sich auch immer mal eine oder zwei von denen haben sich ein bisschen fallen lassen und haben dann sich kurz anspielen lassen. Also ich finde, bei der Eintracht war nicht so viel einfach irgendwie lange Bälle nach vorne. Das hat sich dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen geändert. Da kamen dann auch mal lange Bälle. Aber ansonsten haben sie sehr, sehr viel versucht, über Kurzpassspiel hinten rauszuspielen. Und das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Das war echt richtig gut mit anzusehen, teilweise eben auch diese Situation da von Praschnika und von Werder ist da wirklich, also ich finde zum Beispiel, dass sie in den Zweikämpfen, gerade in der ersten Halbzeit, die schon auch mehr gesucht haben, aber eben, weil das auch so der Ort dann war, wo man sich irgendwie begegnen konnte, weil ja Plan bei Werder ja normalerweise schon über die Außen ist, aber da sind sie jetzt auch nicht so oft durchgekommen. Ich glaube, es waren so 2, 3 Aktionen vielleicht mit Nina Lürsen, die dann aber auch von Lisanne Greve teilweise richtig stark abgelaufen worden ist und die ja wirklich dann eigentlich nur zur Grundlinie und ins Aus konnte. Aber die haben da auch viel machen lassen, ne? Also gerade das Ding da von Praktika, wo sie wirklich, also niemand sie angegriffen hat und so, das war sehr interessant. Nun kann man ja auch sagen, ne, also offensiv von Freiburg, sage ich. Ich habe so ein Ding mit Freiburg und Frankfurt, dass ich die immer durcheinander bringe. Frankfurt, die mit der Offensive ja so viele, also viele Chancen auch hatten, da durchspazieren konnten. Wieso ist es denn dann aber nur 1-0 ausgegangen? Also das muss man sich dann doch wirklich auch fragen. Also vor allen Dingen Frankfurt selbst, ne? Ja, sie haben es unnötig spannend gemacht. Also da haben sie auch Werder tatsächlich gegen Ende der zweiten Halbzeit nochmal ein bisschen zurückgeholt ins Spiel, weil Werder dann irgendwann auch, gerade auch in Person von Lina Hauseke, dann wirklich auch sehr deutlich in die Zweikämpfe gegangen ist irgendwann. Und sich da dann auch mal angefangen haben zu wehren und dann auch ein bisschen weiter vorne angelaufen sind. Und dann kommt halt irgendwann noch der Kopf, ne? Also du führst nur 1-0 und weißt genau, wenn jetzt hier ein Tor fällt, verlieren wir 2 Punkte. Und da wird es dann nochmal knapp und das war unnötig aus Frankfurter Sicht. Also da hätten sie vorher irgendeine von ihren guten Angriffen, hätten sie irgendeinen davon fertig spielen müssen und einfach den Sack zumachen müssen. Also da Barbara Dunst hatte, glaube ich, allein, also mindestens einen Kopfball und einen Torschuss. Und auch sonst, also sie hatten noch 2, 3 Chancen. Lisanne Greve, die dann irgendwann einen sehr guten Querpass von Lara Praschnika nicht im Tor unterbringt. Also da sind ein paar Dinger gewesen, die sie hätten nutzen können, wenn nicht sogar müssen, mal mindestens einen davon. Und dann können sie am Ende, glaube ich, tatsächlich noch froh sein, dass es sich nicht hinten raus noch gerecht hat und du dann doch noch irgendwie 1-1 spielst. Können sie mal bei Leipzig vielleicht nachfragen. Ja, genau, da kommen wir auf jeden Fall auch noch mit dazu. Aber Werder hatte jetzt halt auch wirklich nicht so viele Chancen, fand ich auch, als dass da großartig was
bei rumgekommen wäre, wirklich. Also ich bin zwar Werder-Fan, sage ich hier ganz offen, aber ich habe trotzdem das Spiel geguckt und jetzt nicht gedacht, okay, das wird auf jeden Fall was. Ich habe bei The Zone geguckt, ich weiß nicht, wo ihr geschaut habt, aber bei The Zone, Christoph Fetzer da, der Kommentator, der irgendwie schon, ich glaube, so ab Minute 60, wenn nicht sogar schon noch früher angefangen hat, quasi ein Fazit schon vom Spiel zu ziehen und immer noch gesagt, ja, aber vielleicht eventuell, ne, was du auch meintest, so, dann kommt es in den Kopf und vielleicht kommt von Werder da noch was, aber da war, fand ich jetzt nicht so wahnsinnig viel zu sehen. Schüsse finde ich auch in der Statistik ziemlich krass, 3-16, also da deutliches Übergewicht auch von Frankfurt und das ist ja auch das, ja, wie wir das Spiel gesehen haben. Eine Sache noch zu Laura Freigang, die hat mir in der ersten Hälfte sehr, sehr gut gefallen, die hatte da ja auch irgendwie ein oder zwei Chancen, und da war da auf jeden Fall Teil, aber in der zweiten Halbzeit fand ich, habe ich dann gar nicht mehr so viel von ihr gesehen. Da hat dann irgendwann eben auch, ich glaube, Höflin war das da, die Expertin zu Christoph Fetzer, dann auch gesagt, so ja, von Laura Freigang haben wir jetzt gar nichts mehr gesehen. Und dann war ich so, warte mal, stimmt, die ist ja auch noch auf dem Feld. Ja, wobei ich finde, sie hat nicht mehr viele Ballaktionen gehabt, aber ich finde, sie macht sehr, sehr viele clevere und wichtige Wege. Und die gehen dann manchmal so ein bisschen unter, wenn du halt dann den Ball da doch nicht reinkriegst. Aber allein durch die Laufwege reißt du ja manchmal Lücken für deine Mitspieler. Und die hat sie, sie hat sehr, sehr viel gearbeitet und war eben auch eine von denen, die oft dann einfach mal entgegenkam, um mal nur kurz, und wenn sie nur angespielt wurde und wieder prallen lassen, aber so ziehst du halt zumindest mal einen von den Abwehrspielern mit raus. Deswegen fand ich trotzdem, dass sie ein gutes Spiel gemacht hat, auch wenn sie, und am Ende hat sie ja dann sogar noch eine Chance gehabt, wo sie aus der Drehung nochmal aufs Tor schießt, der dann abgeblockt wird. Aber ich finde jetzt nicht, also ich würde jetzt von ihr nicht sagen, dass sie ein schlechtes Spiel gemacht hat. Es war nicht das auffälligste Spiel vielleicht von ihr, aber sie hat viel gearbeitet und ist viel gelaufen. Ja, ich meinte das jetzt auch nicht so, als wenn es ein schlechtes Spiel gewesen wäre, nur dass sie dann eben nicht mehr so auffällig gewesen ist, genau. Jule, wir hatten ja die Spiele so ein bisschen aufgeteilt, ne, und das war jetzt, wie ihr vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, gemerkt habt, ein Spiel von Miriam quasi. Aber Jule, du hast es auch ein bisschen geguckt, meintest du vorhin gerade, kurz bevor wir losgelegt haben mit der Aufnahme. Was würdest du so ganz generell sagen zu dem Spiel? Wie hat es dir gefallen? Ja, erstmal ist es ja immer ganz praktisch, das Montagabendspiel ist ja so spät, dass das Kind meistens schon schläft. Ah, von den anderen, ja, bekomme ich immer nicht so viel mit. Ich fand es gerade am Anfang relativ gut von Frankfurt tatsächlich. Da haben sie ja wirklich viel offensiv gemacht und hatten auch viele Chancen. Und das schöne Tor, was ich leider nur in der Wiederholung gesehen habe, weil ich da, glaube ich, Eis holen war oder so. Will keiner wissen, aber ich erzähle es trotzdem. Ich kenne da nicht aus meiner Haut. Ich fand, dann haben sie es auch weiter versucht, aber so richtig zwingend war es dann am Ende des Tages doch nicht, beziehungsweise es hat dann, Bremen fand ich jetzt auch defensiv meistens doch relativ gut geklärt und zum Schluss war dann immer Livia Peng da. Ich finde, die hat ein sensationelles Spiel gemacht. Das ist, die Torhüterposition ist definitiv nicht das Problem von Bremen. Da gibt es andere Kandidaten, muss man sagen, die da vielleicht ein bisschen mehr haben. Das war ganz interessant. Dann, ich fand es so, im Laufe des Spiels ließ es dann so ein bisschen nach. Da, ich will nicht sagen, hatten beide jetzt wenig Lust, aber da war so der Offensivdrang von Frankfurt war so ein bisschen weniger deutlich und der Offensivdrang von Bremen war jetzt, ich will nicht sagen, nicht existent, aber der war jetzt nicht so stark ausgeprägt. Und man hatte so das Gefühl, Frankfurt, ich fand es ein bisschen riskant, ne? Also insbesondere, wenn man vorher das Leipzig-Duisburg-Spiel gesehen hatte, wo man ja weiß, was bei rauskommen kann, aber vielleicht war dann noch der Druck nicht so hoch. Das weiß ich jetzt nicht. Oder ist natürlich auch schwierig in so einer Situation, wenn es dann nicht so klappt, ne? Ich fand, die Frankfurter Abwehr generell macht schon einen stabilen Eindruck insgesamt. Die sind ja ganz gut eingespielt. Also es fiel mir jetzt eigentlich auch die letzten Spiele mal so auf, dass das jetzt kein großes Problem darstellt. Nee, nicht wirklich. Ich wollte auch noch mal zu Livia Peng eben sagen, ne, Torhüterin-Position und so weiter. Ich selber habe erst noch immer überlegt, okay, wer hat da die Nase vorn, ne, mit auch Perez hinten dran, also jetzt offensichtlich ja auf der Nummer 2 bei Werder. Aber ich finde, mittlerweile hat Peng das wirklich absolut gerechtfertigt, weil die ist so, also auf der Linie und die spielt ja auch riskant mit, selber auch bei Werder, ne, und bei Frankfurt absolut eingespielt. Du wolltest gerade noch was sagen, habe ich das deine Mimik und Gestik richtig interpretiert, Jule? Nee, das ist nur meine Mimik. Okay. Ich wollte zustimmend nicken, aber das stimmt, das sieht man natürlich jetzt nicht, oder das hört man nicht im Podcast. Nee, das stimmt. Also das finde ich ja ganz spannend, dass die sich so zwei namhaftere Torhüter, also jetzt vielleicht nicht so die A, aber schon A, aber schon so A,
AA-Klasse geholt haben, beide, dass die beide offensichtlich da unterschrieben haben. Ja, spannend. Aber auf jeden Fall, also Livia Perez hat das auf jeden Fall schon stark bestätigt. Livia, Entschuldigung. Ja, also auf jeden Fall das sehr gut. Bei Werder auch noch gut, dann können wir, glaube ich, schon auch einen Bogen hier machen, dass Saskia Matthijs wieder zurück ist. Die ist eingewechselt worden. Das war auf jeden Fall sehr, sehr schön zu sehen. Mal gucken, wie sie sich dann wieder mit der Spielzeit steigert. War ja auch jetzt eine Weile raus gewesen. Darf ich noch ganz kurz was zu Eintracht, weil Jule gerade die Abwehr von der Eintracht angesprochen hat und gesagt hat, dass die so eingespielt sind. Ja, ich fand auch, dass sie sehr sicher standen. Und was man, finde ich, da noch erwähnen muss, ist, dass Verena Henschow ja gar nicht gespielt hat, die eigentlich immer Außenverteidigerin spielt, weil sie, glaube ich, krank ist. Und da Nadine Riesen von Anfang an gespielt hat, die meiner Meinung nach, glaube ich, das erste Mal von Anfang an gespielt hat. Und das finde ich, oder zumindest noch nicht häufig, und das fand ich schon bemerkenswert, dass das trotzdem wirklich, dass da keine Schwachstelle aufgetreten ist. Genauso wie man total positiv hervorheben muss, ist Lisanne Greve, die ja bisher auch noch nicht so viel herausstechen konnte bei der Eintracht, die heute ein extrem starkes Spiel gemacht hat und wirklich gezeigt hat, dass sie da auch zu Recht heute von Anfang an gespielt hat. Das fand ich bei der Eintracht heute schon echt gut, dass da zwei junge, neue Spielerinnen gespielt haben, die aber sich einfach nahtlos eingefügt haben. Auf jeden Fall, also dieses nahtlos Einfügen vor allen Dingen, ne, das bei Riesen da in der Defensive sehr, sehr stark auf jeden Fall. Dann, wenn euch nicht weiter was auf dem Herzen liegt, gehen wir weiter. Erstmal müssen wir noch schauen, wie es weitergeht für die beiden Vereine. Für Werder geht's am nächsten Wochenende nach Leipzig, dann empfangen sie Bayern, dann geht's im Pokal gegen Wolfsburg und in der Liga gegen Duisburg. Eintracht Frankfurt hat ein bisschen mehr auf dem Plan, weil ja dann die Champions League auch losgeht. Da geht's erstmal zu Hause am nächsten Wochenende gegen Leverkusen, dann eben in der Champions League gegen Rosengar, dann in der Liga wieder Nürnberg, dann in der Champions League Barcelona, dann in der Liga Hoffenheim und dann sind wir auch schon fast am Ende der Saison, dann ist nur noch Freiburg gesandwiched von Benfica quasi. So viel dazu. Also ich finde es aktuell dann eben auch wirklich total interessant zu sehen, diese Unterschiede bei den Spielplänen, wenn wir halt Teams haben, dann später auch die eben nicht mal mehr im Pokal sind und dann eben die Champions League Teams, das ist schon ziemlich krass. Naja, dann kommen wir mal zu dem Spiel des Spieltags, Bayern gegen Wolfsburg, das ja immer als Top-Spiel beschrien wird, am Campus in München mit erstmals mehr als 2.500 ZuschauerInnen oder wie viele da sonst reingehen. Es waren 4.347 ZuschauerInnen am Samstagnachmittag da vor Ort. Das ist nämlich so ein Testlauf, den sie da veranstalten, dass da mehr Leute reingehen. Ich glaube, das war ja wegen Brandschutz, dass da eben nicht mehr Leute reingehen. Und jetzt haben sie es eben so mal probiert. Soll wohl ganz okay funktioniert haben, außer die Parksituation. Ich war nicht da, könnt ihr auch gerne, weiß nicht, von den HörerInnen, wer da gewesen ist, mal bestätigen oder nicht. Kommen wir zum Spiel. Eine ziemlich deutliche Sache dann vom Spiel her. Im Ergebnis aber doch recht knapp. 2:1 gewinnen die Münchnerinnen durch Tore von Linda Daimann und Clara Bühl. Jovana Damjanovic hat noch einen Handelfmeter nur an die Latte gehauen. Also da wäre auf jeden Fall auch ein 3:0 zwischendurch drin gewesen. Aber stattdessen hat Lena Oberdorf einfach mal so abgezogen und eben für das 2:1 gesorgt. 1:2 dann aus deren Sicht. Das ist übrigens auch erst das zweite Mal diese Saison, dass Bayern keine weiße Weste behält. Aber ich würde tatsächlich dann erstmal Jule fragen, als Wolfsburg-Fan, wie es dir so gerade damit geht. Ja, ich hatte das befürchtet und das war eigentlich auch der Grund, warum ich gesagt habe, das darf ruhig die Miriam gucken. Dann kann ich auch ausschalten oder kann auch sagen, das wollte ich nicht, kann ich nicht gucken. Oder nein, ich hatte auch was vor, theoretisch. Ist nicht so schön. Ich meine, man ist ja jetzt in so einem ungewohnten Tal als Wolfsburg-Fan, muss man ganz klar sagen. Normalerweise geht es ja immer bergauf und dann ist man vielleicht trifft man in so einem Halbfinale der Champions League auf irgendeinen Gegner, der nicht so gut ist. Und jetzt hat man nach dem Champions League aus und der Unentschieden gegen Hoffenheim jetzt die Niederlage gegen Bayern. Das ist nicht so doll und gefühlt ist das ja immer so ein ewiger Kreislauf, dass die immer das gleiche Problem haben, dass sie dann irgendwie am Anfang des Spiels irgendwie stark angelaufen werden von den Gegnerinnen und da irgendwie gar nicht so mit klarkommen. Das war ja schon gegen Paris irgendwie extrem auffällig und das wiederholt sich jetzt irgendwie bei stärkeren Gegnern gefühlt immer wieder, dass die erkannt haben, okay, das klappt und Wolfsburg hat das noch nicht so gut hinbekommen. Also das
es war jetzt abzusehen, dass das ein schwieriges Spiel gegen Bayern wird und ist jetzt leider auch so geworden, die jetzt ja doch sehr also es hätte auch schlimmer sein können, sage ich jetzt mal, insbesondere so in den ersten Minuten, oder hatte man das Gefühl, das hätte auch schon 5-0 irgendwie stehen können oder so. Das war schon nicht schön anzusehen. Die hatten auch ein bisschen Probleme, glaube ich, mit dem Gegenlicht da am Campus. Das scheint irgendwie noch ein größeres Problem zu sein. Bevor ich jetzt ja, Wind. Wind, der war ja total windig. Ja, stimmt, das auch noch. Also das, ich weiß auch nicht, der Campus, das ist also... Mir erschließt sich das immer nicht so. Das ist, scheint irgendwie so ein Problem allgemeiner Natur zu sein. Sonne, Wind, ich weiß auch nicht. Also, ist auch immer nicht so gut anzusehen. Ich fand, man sah dann Lisa Schmitz und die anderen Spielerinnen konnte man immer nicht so auseinanderhalten. Gut, irgendwann habe ich mich dann so geärgert, dann wollte ich auch nicht mehr. Was ich aber sagen wollte, also mich als Wolfsburg-Fan ist, das ist natürlich jetzt schmerzhaft, dass man Champions League ohne sie gucken kann, aber ich würde das jetzt auch als Chance sehen, weil das Problem, also Ralf Kellermann hat ja auch gesagt, naja, das ist jetzt nicht irgendwie der Trainer und was weiß ich nicht, das ist jetzt die schlechte oder die kurze Vorbereitung durch die WM und so weiter und Verletzte und so weiter. Und dadurch, dass man jetzt diese starke Belastung durch die Champions League nicht hat, hoffe ich, dass die Zeit dann nutzen, um ihre Probleme mal zu analysieren, dagegen vorzugehen, weil das haben sie natürlich. Jetzt ist natürlich während der Champions League-Phase extrem schwierig, da irgendwas trainingsmäßig, taktisch da irgendwie zu schätze ich jetzt, weiß ich es nicht, aber ich schätze, es ist schwierig, wenn man da permanent irgendwie rumfliegt und was weiß ich nicht macht. Und dass diese Zeit haben sie dann haben sie auch mehr Zeit zu regenerieren. Das heißt, die Verletzten kommen dann vielleicht auch, ne, also werden nicht schneller da sein, aber man hat dann nicht den Druck, dass da die Leute irgendwie da schon noch so halb verletzt spielen müssen, hätte ich jetzt fast. Ist ein bisschen schade, weil ja, ist so. Die haben ja auch viele talentierte Spielerinnen, die jetzt wahrscheinlich seltener spielen werden, weil sie es nicht müssen, aber vielleicht ist es ja auch ganz gut, dass sie dann im Trainingsbetrieb mehr mitbekommen, ich weiß es nicht. Also ich sehe das jetzt erstmal so als Chance, dass die in diesem Jahr jetzt ihre Probleme in den Griff bekommen, weil das haben sie offenkundig. Also das so muss man eigentlich, wir haben jetzt gewirkt wie der Absteiger und nicht wie Wolfsburg. Okay, das ist ja schon ein sehr großer Unterschied, den du dann da gesehen hast. Miriam, du hast dir das ja ein bisschen genauer auch angeguckt, das Spiel. Hast du das ähnlich, ja, also die Unterschiede ähnlich groß gesehen wie Julia jetzt gerade? Also erstmal, wenn man das Spiel sieht und dagegen andere Bundesligaspiele sieht, muss man leider klar feststellen, was das für ein Unterschied ist zwischen den beiden Mannschaften und allen anderen Mannschaften in der Liga. Und das tut mir wahnsinnig leid für Mannschaften, die sich da kurz knapp dahinter sehen, wie Eintracht oder auch Hoffenheim. Aber es ist tatsächlich allein vom Spieltempo, von der Passschärfe, von allem, doch noch mal eine Klasse besser, als es bei allen anderen Mannschaften von der Selbstverständlichkeit, mit der gespielt wird. Also ich kann es gar nicht genau definieren, aber wenn man sich's anguckt, auch von der Fitness habe ich teilweise das Gefühl, es ist noch mal eine Klasse über den anderen Mannschaften. Das hat mit Sicherheit Gründe. Es gibt mit Sicherheit auch Vereine in der ersten Liga, die nicht so professionell arbeiten können, wie es ein Wolfsburg oder FC Bayern München kann. Und da sieht man, finde ich, dann schon einen deutlichen Unterschied. Und wenn man jetzt die beiden Mannschaften untereinander vergleicht, war es an dem Tag schon sehr, sehr deutlich. Also nichtsdestotrotz ist Wolfsburg eine sehr gute Mannschaft und das hat man an dem Tag gesehen. Aber bei Bayern lief einfach mehr zusammen. Ich habe, als ich am zweiten Spieltag hier im Rasenfunk war, habe ich damals schon gesagt, dass ich finde, dass man bei Bayern die besten Anlagen sieht von der Mannschaft, vom Plan, von der vom mannschaftlichen Aufbau, von der Spielidee. Und das, finde ich, hat man auch jetzt wieder gesehen. Es gibt einfach ganz klare Spielideen, wie gespielt werden sollen. Die Sechser werden immer mit eingebunden, also sowohl Satrazil als auch Stanway sind in der Defensive, aber auch im Spielaufbau integriert. Die Außenverteidiger gehen extrem hoch, arbeiten extrem mit und haben natürlich auch eine sehr, sehr gute Qualität. Also auch Naschenweng, die ja jetzt erst in der neuen Saison, also auch jetzt erst zu den Bayern gekommen ist, hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Julia Quinn ist wieder auf einem sehr guten Niveau nach ihrer Verletzung. Und das Mittelfeld ist einfach, also da muss man wirklich sagen, ich glaube, es gibt wenig Mannschaften, die im Mittelfeld so besetzt sind mit Stanway und Satrazil, die einfach beide ein Niveau haben, das häufig, glaube ich, seinesgleichen sucht. Und dagegen ist halt auf der anderen Seite Lena Oberdorf absolut nicht in Topform. Und ich verstehe auch manchmal nicht, ich finde, Wolfsburg hat so ein bisschen, für mich stellen sich da so ein bisschen dieselben Fragen wie auch bei der Nationalmannschaft.
weil ich nicht ganz verstehe, was Lena Oberdorfs Rolle immer ist. Die nimmt ja am Aufbauspiel überhaupt nicht teil, die meiste Zeit. Das Spiel geht komplett an ihr vorbei. Ich weiß aber nicht, also da kann ich ihr keinen Vorwurf machen, weil ich überhaupt nicht weiß, was ihre Aufgaben sind, die sie mitgegeben bekommt vom Trainer. Aber für mich erschließt sie es überhaupt nicht, weil sie eigentlich am Aufbauspiel überhaupt nicht teilnimmt. Sie ist nur für die Defensive da gefühlt. Dass sie dann das eine Tor macht durch einen Fernschuss, war an dem Tag irgendwie auch klar, weil ich wüsste nicht, wie sie an dem Tag sonst anders hätten ein Tor schießen können. Und da ist auch wieder die Parallele zur Nationalmannschaft. An so Tagen denkt man, das Einzige, was eigentlich hilft, ist ein Fernschuss oder eine Flanke und Pop, die den Kopf irgendwie hinhält. Was anderes geht an so Tagen nicht. Und die Bayern haben halt, da waren richtig, richtig schöne Spielzüge dabei. Also das 1-0, der Pass von Stanway in die Tiefe durch die Schnittstelle, dass der Ball dann so zurückprallt und Linda Dahlmann den einfach nur reinschieben muss, ist dann natürlich letztendlich ein bisschen glücklich, aber war schon absolut verdient und sie hätten es auch höher gewinnen können, muss man mal so sagen. Also das war schon von Bayern, das war eine Machtdemonstration. Und wenn man überlegt, wer da sogar noch fehlt mit Lina Magul, mit Pernille Harder, Caro Simon, also da sitzen noch ein paar draußen, die verletzt sind. Da geht schon noch was. Auf jeden Fall. Also du hast also wieder sehr, sehr viele Punkte genannt, die ich mir auch irgendwie mit notiert hatte, die da wirklich so aufgefallen sind. Machtdemonstration absolut von den Bayern. Bei Wolfsburg diese Parallele eben zur Nationalmannschaft habe ich auch also total gesehen. Auch ich glaube im Forum hat es auch jemand geschrieben, eben dieses Jahr Poppy und dann wird das schon. Oberdorfs Rolle finde ich total spannend, weil ich hatte eigentlich jetzt so am Anfang der Saison immer gedacht, wirkte auf mich irgendwie so ein bisschen variabler und offensiver eingesetzt als sonst. Aber auch das ist jetzt wieder anders und eben auch totales Fragezeichen irgendwie da. Ich wüsste auch ehrlich gesagt jetzt gerade gar nicht, wie ich Wolfsburgs Plan in dem Spiel beschreiben könnte, weil das eben so eine Machtdemonstration von Bayern gewesen ist. Hast du da was entdecken können? Weil ich habe eher nur gesehen, dass Wolfsburg irgendwie total erschrocken war und so ein bisschen wie Luft weggeblieben. Und sobald sie versucht haben, was zu machen, war Bayern halt da und hat auch Druck gegeben und so viele Bälle auch wieder zurückgewonnen und erobert. Hast du da was gesehen, Miriam? Nee, es fiel mir tatsächlich auch schwer. Und ich glaube, dass man sich in Wolfsburg häufig auf die Geschwindigkeit von den Offensiven verlässt. Aber wenn man dann gegen eine Abwehr spielt, die sehr stabil steht, die ein gutes Stellungsspiel hat und die nicht so viele Bälle hinter die Kette zulässt, was ja häufig bei Wolfsburg funktioniert, einen langen Ball die Linie runter und dann geht da eine Pajor oder Endemann oder Jule Brandt, die ja alle brutal schnell sind hinterher, macht den Ball fest, sodass die anderen nachrücken können. Und je nachdem, wer halt den Ball kriegt, die anderen sind ja genauso schnell in der Mitte. Das heißt, also da kriegt man dann immer irgendeinen Abnehmer. Aber das fiel mir diesmal echt auch schwer zu sehen. Und wer für mich bei Wolfsburg die klare Schwachstelle ist, ist Lynn Wilms. Und auch nicht das erste Mal in dem Spiel. Das ist schon häufiger jetzt aufgefallen. Das war gegen Eintracht, meine ich, auch schon das größte Problem. Ist auch nicht überraschend, dass sie auch diesmal wieder zur Halbzeit ausgewechselt wurde. Und ich würde auch mal behaupten, wenn man sich ein bisschen angeguckt hat, wie die Bayern das machen, dass sie die Schwachstelle durchaus auch ausgemacht haben, weil es ging bei Bayern fast alles über diese Seite. Gerade eben in der ersten Halbzeit, als Wilms noch gespielt hat. Sobald Wilms den Ball hatte, sind sie angelaufen, sodass die teilweise den Ball ins Ausgestolpert hat oder nicht wusste, wo sie ihn hinspielen soll. Ich glaube, dass da schon bei Bayern ganz klar Wilms als Pressingopfer ausgemacht wurde. Und es hat auch funktioniert. Das ist dann echt ein bisschen schade. Und dann kam Wedemeyer und man dachte so, vielleicht nutzt die jetzt mal ihre Chance und kriegt dann vielleicht auch nächstes Mal die Chance, von Anfang an zu spielen. Verursacht dann, muss man leider sagen, relativ plump den Elfmeter. Da verstehe ich auch nicht, darfst du so halt dann auch nicht hingehen mit der Hand. Der war völlig, völlig berechtigt, der Elfmeter. Ich fand es bei Wolfsburg wirklich, es ist insgesamt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, von dem ganzen Spielaufbau nicht vergleichbar mit irgendeinem anderen Bundesligisten. Also die sind beide schon ein ganzes Stück drüber, was die ganze Geschwindigkeit und so weiter angeht. Aber spielerisch und was von Bayern doch nochmal eine Klasse besser als von Wolfsburg diesmal, muss man leider sagen. Auf jeden Fall, ja, ich habe auch, also Lynn Wilms immerhin, sage ich mal so, trägt sie keine Braids mehr, aber das hat jetzt auch nicht geholfen, dass sie irgendwie besser spielt und Wedemeyer dann eben auch noch diesen Elfer verursacht.
sehr, sehr schwierig auf jeden Fall, die Defensive da bei Wolfsburg, und insgesamt ist da wirklich nichts zusammengelaufen. Stichwort da nochmal Offensive, weil da ja auch sehr wenig gegangen ist, kam auch eine Frage dann aus dem Forum, könnte Fenner Kalmer da Abhilfe schaffen? Jule, ich frage jetzt mal dich so, die ja Wolfsburg, nehme ich mal an, ein bisschen intensiver auch verfolgt, auch über mehrere Spieltage. Wie bist du denn zufrieden so mit ihren Einsatzzeiten, von denen es ja auch nicht so viele sind? Ich kann jetzt zu Fenner Kalmer gar nicht so viel sagen, wie er ist ja jetzt kaum in Erscheinung getreten. Eben, ja. Deswegen weiß ich nicht. Hast du dir da zu Saisonbeginn mehr erhofft von? Oder sie eher nur so? Ich glaube schon, dass die mehr langsam eingeführt werden sollte, hatte ich so das Gefühl irgendwie. Das ist ja öfter so, dass die Leute nicht sofort, also es ist ja stark so, dass die Elf vom Netz, also die aktuelle Elf jetzt, die alte Elf sozusagen ist, dass man da jetzt wenig integriert von neuen Spielerinnen. Deswegen glaube ich, dass die meisten Spielerinnen, inklusive sie jetzt gekommen sind, um so langsam da eingeführt zu werden, dass die erstmal sich ans Training anpassen und dann reinkommen. Ob sie eine Alternative ist, gute Frage. Also das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil man sie halt zu wenig gesehen hat. Also insgesamt gebe ich Miriam Lynn-Wilms ein. Also hat aktuell nicht ihre Hochphase, muss man ganz klar sagen. Was halt in der Tat andere auch miterkennen, das ist schon richtig. Weiß jetzt nicht, ob Wedemeyer, manchmal gefällt es mir besser, manchmal nicht. Da die Lösung ist, ja, das ist eine schwierige Position. Hat man ja schon bei der WM gemerkt, dass da die Leute rar gesät sind, die das können. Ich hoffe, wie gesagt, nur darauf, dass Tommy Stroth jetzt die viele Zeit, die er jetzt hatte, nutzt, um sich da zu gucken, was möchte ich. Vielleicht auch die Wintertransfers, da guckt, ob man da tätig werden kann insgesamt, um da so eine bessere Gesamtlösung zu finden. Weil da stimmt schon die Abwehr, die eigentlich vorher ganz gut geklappt hat, fand ich immer persönlich, die ist schon sehr sehr wackelig und man ist vorne halt weiter sehr ideenlos. Also das muss Alexandra Popp meistens da irgendwie machen. Das hilft schon in der Nationalmannschaft nicht immer. Also, ja. Aber, ja. Und auch in der Defensive muss Popp ja manchmal irgendwie dann noch mit einspringen. Also ich glaube, das war ja direkt irgendwie in einer der ersten Aktionen, wo es so brandgefährlich geworden ist für Bayern, wo dann Popp halt geklärt hat. Und wenn es dann halt auf sie sowohl vorne als auch hinten ankommt, das kann ja irgendwie nicht so die Lösung sein, ne? Miriam, ich habe gesehen, du hast dich entmutet. Wolltest du gerade auch noch was einhaken? Ja, also einmal zu Alex Popp. Ich fand's ich weiß gar nicht, wann das war. Ich glaube, es war relativ gegen Ende des Spiels. War ich einmal relativ erschrocken, als Lena Oberdorf den Ball verloren hat, spielt einen Fehlpass, glaube ich, und dreht sich rum, um nach hinten zu laufen. Und Alex Popp überläuft sie in einer Leichtigkeit, um für sie hinten irgendwas auszubügeln. Und da war ich echt erschrocken. Da habe ich mich kurz gewundert und habe gedacht, das wundert mich jetzt tatsächlich, dass Alex Popp da jetzt irgendwie gefühlt alle Positionen spielen muss. Und wenn sie halt so viel hinten aushelfen muss, kann man sich dann fehlt sie natürlich vorne, um dann irgendeine Flanke irgendwie mal einzunicken. Das hat mich damals bei der Nationalmannschaft schon, als dass sie die Einzige war, die das Tor gefühlt trifft und dann spielt sie auf einmal im Mittelfeld, habe ich mich auch schon gewundert. Und wenn sie bei Wolfsburg jetzt irgendwie überall gebraucht wird, wird es halt auch schwierig. Aber auch die Transfers finde ich auch interessant, wenn man sich die anguckt im Sommer von den beiden Mannschaften. Also wenn man sich anguckt, wer da bei Bayern neu geholt wurde, von was für einem Kaliber die Spielerinnen sind und dann bei Wolfsburg, das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint gegen die Spielerinnen, die nach Wolfsburg gekommen sind und die im Spiel noch viele sehr, sehr, also sowohl Vivien Endemann als auch Jule Brandt und so weiter, die haben mir alle auch schon echt gut gefallen, aber ich finde, also Jule Brandt ist jetzt nicht ganz neu, aber bei Wolfsburg sind es eher jetzt so die Bundesligaspielerinnen, die dann nachrücken. Und ich frage mich, ob es bei Wolfsburg vielleicht dann nochmal wieder Zeit ist, eine Spielerin mit internationaler Erfahrung zu holen und sich da mal wieder irgendwie was, also jetzt als wenn man dann halt Leute aus Essen und Hoffenheim holt, die machen alle super Spiele. Aber es fehlt dann vielleicht auch doch mal irgendwie wieder eine, die ein bisschen internationale Erfahrung mit reinbringt. Und da sieht man dann auch, Entschuldige, Jule?
Würde ich auch so sehen. Ich kenne jetzt die Transferphilosophie nicht. Wir haben da neulich auch bei Lotte drüber gesprochen und wir wissen es jetzt nicht, also weiß wahrscheinlich keiner, ne? Vielleicht ist es auch super schwierig, jetzt mittlerweile internationale Topstars A nach Wolfsburg zu holen und B auch in die Bundesliga. Also vielleicht ist das jetzt so, dass das schwieriger geworden, also ich glaube, das ist deutlich schwieriger geworden als früher. Man hat ja eigentlich schon immer, also dass man richtig Topstars auf so einem hohen Niveau hatte, das hatte man eigentlich auch sehr selten. Man hatte Fennel Harder, aber da war die eigentlich vor ihrer, also da war die schon gut, aber da war die halt noch nicht so mega bekannt. Und das hat man ja eigentlich immer wieder, dass man bekannte Spieler, also gute Spielerinnen, die man dann halt da noch weiterentwickelt, hätte ich gesagt, schon öfter. Und jetzt nimmt man so ein bisschen mehr aus der Bundesliga. Und ich nehme an, man hat gehofft, man würde da durch das intensive Training dann so weiterentwickeln, dass die in Wolfsburg dann zu Topspielerinnen reifen und man sie vorher für so hinlocken konnte. Also ich schätze es so, dass man das vorhatte, einfach sehr talentierteren Spielerinnen dann einfach schnell an sich zu binden, dass die dann in Wolfsburg da reifen. Aber es ist natürlich, man sieht es natürlich dann nicht sofort. Es ist schon richtig, dass Pernille Harder was ein ganz anderes. Ja, die ist sofort da und hilft sozusagen. Das ist natürlich ein anderes Problem, dann die wir auch sofort spielen. Und wenn sie verletzt ist, dann sind alle enttäuscht. Das hat man natürlich jetzt bei Vivien Endemann nicht so. Ich bin da auch gespannt. Also ich glaube, wenn man jetzt Weltstars geholt hätte und die würden nicht Champions League spielen, das wäre schon nicht so gut. Deswegen bin ich jetzt eigentlich auch ganz froh, dass sie es so gemacht haben und dass die jetzt in ihrem Training dann sich, wie gesagt, hoffentlich intensiv vorbereiten. Ich hoffe, jemand hört mich, bitte. nein, Quatsch. Also es fände ich gut, weil sonst hat man so ein grundlegendes, wenn man das jetzt mit viel Zeit nicht gebacken bekommt, dass man bei jedem Spiel, wo jemand ein bisschen besser spielt als so der, was weiß ich, Leipzig oder so, dann jedes Mal Probleme bekommt, das wäre schon nicht gut. Für meine Nerven, für Wolfsburg und so. Ja, und ja, letzten Endes auch irgendwie, glaube ich, für die Liga nicht. So, um nochmal auf das Spiel halt zurückzukommen, so nach 65 Minuten ungefähr ist Wolfsburg ja auf einmal dann doch ein bisschen besser ins Spiel gekommen. Eben nach dem 1:2 durch Oberdorfer der Pop auch noch den Ausgleich auf dem Fuß. Miriam, was ist da passiert? Kannst du das irgendwie festmachen oder war es dann einfach so die Zeit, die dann eben auch Kraft gekostet hat bei Bayern, dass Wolfsburg da irgendwie sich auch vielleicht mehr konzentriert hat oder so? Also ich würde gar nicht sagen, dass Wolfsburg wirklich nochmal so deutlich rankam. Also es waren vielleicht, also dass Wolfsburg keine Mannschaft ist, wo du am Ende runtergehst als Gegner und nach 90 Minuten sagst, die hatten keine Torchance. Das ist, glaube ich, allen bewusst, dass die 1-2-3-mal vielleicht vor dein Tor kommen. Und ich meine, das Tor, es wirkte ehrlicherweise von Lena Oberdorf auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wen ich noch anspielen soll, also schieße ich einfach mal. So hat es auf mich gewirkt, weil irgendwie nach vorne keiner mehr was gemacht hat. Der war dann natürlich schön abgeschlossen, aber ich hatte ehrlicherweise nicht das Gefühl, dass Wolfsburg jetzt nochmal total rankommt. Also Bayern hat es sehr souverän meiner Meinung nach runtergespielt und ich glaube auch nicht, dass es bei Bayern an der Kraft oder an der Fitness mangelt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da gegen Ende nochmal irgendwie eng wurde bei den Bayern und dass es denen schwer gefallen wäre. Also Georgia Stanway hat dann bestimmt irgendwann mal ein bisschen Schmerzen gehabt bei den ganzen Zweikämpfen, die sie geführt hat, die sie auch sehr englisch geführt hat. aber meistens mit Ball und häufig ohne Foul, aber die hat ihre Zweikämpfe konsequent zu Ende gespielt, möchte ich sagen. Das auf jeden Fall. Ja, aber also bombastisches Spiel von ihr. Sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball. Wirklich Respekt. Ja. Ich finde sie auch ganz, also ich bin ein riesengroßer Fan da auch. Bei Bayern ist halt die einzige Sache, dann Thema Chancenverwertung, eben hatten wir auch schon gesagt, dass es da nicht noch höher ausgeht, muss man auch für die Champions League halt gucken. Aber bei Wolfsburg, eine Frage eben auch noch, Jule, die du schon so ein bisschen angerissen hattest, die auch im Forum eben aufgekommen ist. Ja, was heißt das jetzt für Tommy Stroth? Also er ist wohl relativ sicher. Kellermann hat ja auch, das hast du ja gesagt, Jule, gesagt, eben das liegt an mehreren Faktoren und eben nicht am Trainer und dem System und so weiter. Aber meint ihr, das war eben auch die Frage aus dem Forum, wie lange wird er wohl noch bleiben?
Also ich glaube nicht, dass man jetzt den, also dass er jetzt daran scheitert, dass er gegen Bayern verloren hat. Ich glaube, das ist eine Niederlage, die man mal kassieren kann. Die Art und Weise ist jetzt vielleicht eine andere Frage. Ich glaube, wenn du die nächsten Spiele in der Bundesliga wieder souverän gewinnst, was ich ihnen total zutraue gegen eigentlich jeden anderen Gegner, dann glaube ich nicht, dass er da Probleme kriegt. Aus der Champions League auszuscheiden ist natürlich, wenn man das jetzt nur so hört und hört, wo sie die letzten Jahre immer hingekommen sind, klingt das natürlich erstmal brutal, ist es mit Sicherheit auch. Andererseits muss man sagen, das ist natürlich dann auch immer ein bisschen tagesformabhängig. Wenn halt ein Spiel entscheidet, ist in der Gruppenphase, ist wieder was anderes, wenn du dann irgendwie über mehrere Gruppenspiele deine Leistung nicht bringst. Aber bei so einem Quali-Spiel kann das immer mal passieren. Und ich glaube nicht, dass man daran jetzt den Trainer messen sollte. Ja, ich glaube, dass es, wie gesagt, dass es jetzt an den nächsten Spielen in der Bundesliga liegt. Und wenn dagegen die anderen Gegner souverän gewonnen wird, glaube ich nicht, dass Tommy Stroh da Probleme kriegen wird. Ja, es sind ja zwei Quali-Spiele, muss man dazu sagen. Ja. Das ist schon, aber das erste hat man ja jetzt auch nicht für sich entscheiden können, sondern unentschieden. Ich glaube auch nicht, dass Tommy Stroh jetzt wirklich beim VfL Wolfsburg da auf der Kippe steht. Ich finde das eigentlich auch ganz gut, dass das im Frauenfußball nicht so rasend schnell geht, dass man da sofort den Trainer bei der ersten Gelegenheit kickt. Du hast ja schon gesagt, es sind jetzt zwei Spiele und Paris FC hat ja auch sehr gut gespielt, muss man ganz klar sagen, und auch andere Gegner rausgeschmissen. Das ist jetzt leider, die Quali-Phase ist so gestrickt, dass da einfach Leute rausfliegen, die gerne mitspielen würden, hätte ich was gesagt. Das hat viel mit Losglück zu tun. Ja, also hätte man jetzt gegen Sparta Prag, hätte ich jetzt gesagt, wäre man weitergekommen. Das ist jetzt eine ganz harte, das ist jetzt eine gewagte These, aber würde ich jetzt mal so behaupten einfach. Und von da an kann das natürlich schon sein. Und ja, gegen Bayern ist natürlich jetzt eine Spitzenmannschaft einfach. Und gegen Hoffenheim kann man auch mal nicht so gut spielen. Wir haben es ja schon gesagt, ne, wenn man jetzt wieder souveräner gewinnt, gewinnt überhaupt erstmal, dann glaube ich, sieht das auch schon anders aus. Ich glaube, man muss so eine insgesamt eine Entwicklung vom Team sehen. Ne? Also wenn Ralf Kellermann sagt, das war die schlechte Vorbereitungszeit, da muss man natürlich jetzt gucken. Jetzt muss es aber dann auch im Laufe der Saison halt besser werden. Und wenn man das Gefühl hat, das funktioniert oder das dann glaube ich, das haben wir das alle vergessen ganz schnell. Aber wenn es natürlich jetzt jedes Mal irgendwie, wenn jemand, der so ein bisschen besser spielt, da irgendwie so eine Zitterpartie wird, dann glaube ich jetzt nicht, dass Tommy Stroh nach der Saison unbedingt noch Trainer sein wird. Aber ich würde ihm zutrauen, dass er das packt, dass er da souverän durch Meisterschaft und Pokal führt. Und wir haben ja erst den 6. Spieltag, also die Meisterschaft ist ja noch lange nicht weg. Ne? Wenn man jetzt alles gewinnt, dann ist man trotzdem Meister. Ja. Aber ich bin auch irgendwie, weil ich habe auch schon gelesen von wegen, ja, Vorentscheidung für die Meisterschaft und so weiter und so fort, bin ich auch also überhaupt kein Fan von, weil, wie gesagt, es ist der 6. Spieltag, da ist noch Zeit. Und klar, letzten Endes wird sich zwischen diesen beiden Teams höchstwahrscheinlich entscheiden, aber dieses eine Spiel wird da jetzt auch den Kohl nicht fett machen. Und was Tommy Stroh angeht, ich habe da jetzt auch nicht irgendwie direkt gedacht, oh mein Gott, der wackelt jetzt ganz, ganz dolle. Also alles weiterfahren und beobachten. Trotzdem finde ich halt schon, ist die Entwicklung ja, nicht so zu sehen, aber da spielt eben auch die Vorbereitung und so weiter mit rein. Wolfsburg wartet jetzt seit 3 Spielen aber schon auf einen Sieg. Das ist auch nicht so ganz gewohnt. Bei dem Spiel, und dann können wir weitergehen, glaube ich, oder? Auch noch zu sagen, ein Fest an gelben Karten, also 5 gelbe für Wolfsburg und 2 für Bayern. Das war auch schon sehr schön, wenn man hier beim Kicker irgendwie den Ticker aufmacht und dann hat man ja immer diese Zeitleiste, da ist da sehr viel Gelb zu sehen auf jeden Fall. Und ansonsten heißt es da eben weiterfahren und beobachten. Ich finde es sehr schade, dass das Spiel eben diesem Top-Spielcharakter nicht so gerecht geworden ist, sondern dass es eben so deutlich gewesen ist. Aber nun denn, Bayern hat jetzt ja nur noch englische Wochen vor sich. Also da geht es wirklich Schlag auf Schlag auch. Erst gegen Duisburg in der Liga zu Hause, dann auch zu Hause gegen die AS Roma in der Champions League, in der Liga danach auswärts nach Bremen. Dann nach Paris für die Champions League gegen PSG, dann wieder Liga, Leverkusen und dann geht's gegen Nürnberg und davor und danach gegen Ajax. Also das ist echt ziemliches Pensum. Dann Wolfsburg hat dagegen Freiburg und Duisburg in der Liga zu Hause, dann Werder im Pokal auch zu Hause und dann geht's nach Köln. Das sieht etwas ruhiger aus.
Ja, dann schauen wir auf TSG Hoffenheim gegen SC Freiburg. Jule, da warst du am Start. Ja, es ist 2-3 Ausgang, also 3-2 für Freiburg. Das, ja, fand ich ein bisschen wildes Spiel, ehrlich gesagt. Vor 1219 ZuschauerInnen, das sei auch nochmal gesagt. Lange hat Freiburg geführt, ziemlich früh durch ein 1-0 von Svenja Felmli, kurz nach der Pause dann 2-0 durch Hasret Kaikci. Hoffenheim ist mit Biller nach einer Stunde nochmal rangekommen und in der Schlussphase ist dann wirklich richtig rund gegangen. Also da ging es hin und her. Cora Zikay hat erst für das 3-1 gesorgt, die vermeintliche Entscheidung. Dann hat Ireleta Mehmeti nochmal für den Anschluss in der dritten Minute in der Nachspielzeit gesorgt und bei Hoffenheim, da weiß man ja schon auch, dass die gerne nochmal zurückkommen, aber da hat es dann eben nicht geklappt. Also 3-2 für Freiburg ist es geblieben. Hoffenheim verliert erstmals in dieser Saison. Freiburg gewinnt mal wieder, hatte zuletzt in 5 Spielen nur ein einziges Mal gewonnen. Also zuletzt ja wirklich eher so das Sorgenkind gewesen, ne? Also hat schon ein bisschen Bauchschmerzen gemacht auch. Davon hat man jetzt am Samstag aber nicht so viel gesehen, oder Jule? Nee, absolut nicht. Also ich muss erstmal sagen, das war für mich jetzt das spannendste Spiel tatsächlich des gesamten Spieltags. Also sowohl von den Toren und Ergebnissen als auch, man hatte immer noch das Gefühl, das kann drehen. Ne? Also es gab so Spiele, wo ich dachte, oh, da wird nie was passieren. und da war es aber so, auch als Freiburg noch 2-0 geschossen hat, dachte ich, Hoffenheim könnte es immer noch schaffen, zurückzukommen. Und so haben wir dann auch schnell einen Anschlusstreffer. Und ich habe mir dann irgendwie nach diesen Spielen dann auch mal die Tabelle angeguckt und war doch baff erstaunt, muss ich jetzt zugeben, obwohl ich die Tabelle tendenziell kenne, wie extrem nah doch das Mittelfeld ist. Also überhaupt die ganze Tabelle. Die sind ja kaum voneinander. Wenn die Freiburgerin letzte Woche das letzte Spiel gegen Nürnberg gewonnen hätten, was ja möglich gewesen wäre, dann wären die jetzt mit 11 Punkten da irgendwie vorne und wir würden alle sagen, boah, Freiburg, geilo. Und das sind bei vielen, da kommen wir später noch zu, aber auch bei vielen Mannschaften, wo man dachte, oh Gott, wie die spielen, ne? Das wird ja nie was, ne? Aber im Prinzip machen die alle so ihre Punkte. Jetzt Freiburg interessanterweise irgendwie bei Bayern und Hoffenheim, das hätte ich jetzt auch nicht mitgedacht, ne? Also es ist mal, aber gut. Ich fand auch, es war ein total verdienter Sieg, weil die haben doch über weite Teile des Spiels sehr gut gespielt, dominiert, viele offensive Aktionen gehabt, die jetzt natürlich jetzt nicht immer in einem Tor gemündet haben, aber schon ja gut aussahen. Und die Hoffenheimerin hat im Prinzip, ich hätte jetzt gesagt, also in der ersten Halbzeit kamen die kaum so richtig zu einer Offensivaktion aus, jetzt gegen zum Schluss, da hatten sie irgendwie so drei Lattentreffer auf einmal, also in einer Aktion, da haben sie mehrfach versucht, aufs Tor zu schießen und das klappte dann nicht. Aber sonst war das jetzt nicht so, dass man dachte, klar hatten sie auch Offensivaktionen, aber jetzt nicht so, dass man dachte, boah, das hätte jetzt irgendwie schon was sein müssen. Ja, und dann als Freiburg dann auch wieder kam in der zweiten Halbzeit und dann sofort das Tor geschossen hat durch Hasret Kaikci, für die ich mich jetzt sehr freue, dass es gemacht hat. Ich finde das toll, dass jemand sich auch so mit dem Verein verbunden fühlt. Und war auch ein sehr schönes Tor. Also ich, das kommt auch beim 3-0, hat ja Zikay dann, dass die den Ball bekommen und ist irgendwie einmal so über den Platz gelaufen. Da bräuchte ich ein Sauerstoffzelt, muss ich ja zugeben. Aber sie schießt dann auch noch das Tor. Und ich finde persönlich, das sind auch die schönsten Tore, weil ich also irgendwie den Fuß dahin halten. Ich will nicht sagen, das kann ich natürlich auch nicht. Aber wenn die erstmal irgendwie so ihre 50 Meter über den Platz rennen, haben sie ja viel Zeit, drüber nachzudenken. Passe ich jetzt? Wo sind die anderen? Warum kommen die nicht? Irgendwie, was macht die Torfrau? Kommt sie rein? Kommt sie raus und so weiter. Und dann musste dann noch dieses Tor schießen. Das hat sie wundervoll gemacht. Das klappt ja meistens nicht bei vielen Aktionen, aber auch also sowohl bei Hasret Kaikci, die ja dann an der Linie da irgendwie sozusagen vorbei dann in Spitz da reingeschossen hat. Das muss man auch erstmal so machen. Die hatte ja viele Leute zwischen sich. Als auch von Zikay wundervolle Tore und total verdient. Das waren jetzt nicht so Glückstürchen. Das erste war ja so ein bisschen erzwungen oder war ein Fehler von Hoffenheim, aber die anderen waren schon sehr, sehr schön rausgespielt und natürlich auch die Hoffenheimer Tore schön anzusehen, aber haben halt dann nicht geholfen. Ich hatte das Gefühl, Hoffenheim ist dann einfach doch zu spät am Ende des Tages wach geworden. Also nach dem Tor von Hasret Kaikci sind die dann doch in so eine Druckphase gekommen, wo sie dann auch gerne das Tor schießen wollten, haben sie ja dann auch gemacht.
wenn man dann durch das zweite Tor spielen, dann schießen, dann ist dann halt der Freiburger Treffer und dann hatte man jetzt nicht das Gefühl, die Messe ist gelesen, aber das ist schon schwierig, da zu dem Zeitpunkt nochmal zwei Tore mindestens zu machen und so war es dann ja auch. Deswegen fand ich jetzt schon ein sehr verdientes, verdiente drei Punkte für Freiburg. Was die jetzt anders gemacht haben als, das weiß ich, wenn ich das wüsste, dann würde ich nicht hier sitzen, ne? Sondern würde in Freiburg weilen und die Leute beraten. Aber oder irgendwo anders. Aber das wirkte auf jeden Fall, also Severin, man wusste, was man tut. Man hat relativ gut harmoniert. Das fand ich jetzt gut anzusehen, tatsächlich. Ja. Ich habe mir tatsächlich auch bei dem Tor von Kaikchi, habe ich gerade eben noch in meinen Notizen nachgeguckt, habe ich mir auch mega Ding daneben geschrieben. Also bin ich der gleichen Meinung. Und weil du gerade sagtest, da hat man so sehr viel Zeit, wenn man irgendwie über einen halben Platz spaziert und so. Und ich weiß gerade gar nicht mehr, bei welchem Spiel das gewesen ist. Aber da war eben auch so eine Aktion, wo dann, ich glaube, ein Konter war und die Spielerin so super viel Zeit hatte. Irgendwo halb links war das und dann einfach Ball lang gespielt hat und der aber irgendwo ins Nirgendwo ging. Ja. Und das war nicht so richtig. Ich weiß nicht, bei welchem Spiel das war oder welche Spielerin das war, aber irgendwie habe ich gerade so dieses Bild im Kopf, wo das so, wo ich habe, ja, okay, jetzt komm, lauf und du hast Zeit und Platz und dann ging der Ball irgendwo. Also ich habe jetzt keine Statistik, aber ich hätte jetzt so gesagt, 4 von 5 gehen so aus, dass die dann entweder ins Nirgendwo schießen oder da drüber oder irgendwie die Torfrau an, aber die hat das wirklich eiskalt, als ob sie jetzt gedacht hätte, das mache ich so. Ich fand, bei Hoffenheim hat mich das total erinnert an das 2:2 gegen Leverkusen zwischendurch, wo sie ja eben auch 0:2 zurückgelegen haben und erst einfach total träge gewesen sind, viel zu wenig auch in die Offensive wirklich gegangen sind, viel zu wenig angelaufen sind und so ein bisschen die ganze Zeit gespielt haben, als würden sie so 3-4-0 führen und so langsam verwalten, weil es sind nur 5 Minuten oder was. Und das halt aber während sie zurückliegen und bei dem Spiel gegen Leverkusen, da sind sie eben nochmal zurückgekommen und haben eben diese 2 Tore gemacht, weil auch Paulina Krumbiegel da auf der Außenbahn total nochmal durchgestartet ist. Und ich finde, das hat man so ein bisschen aufblitzen sehen dann eben mit dem zwischendurch 1:2 ist das gewesen. Und ich glaube, dann war das eben für Freiburg richtig wichtig, dass sie dann das 3:1 noch draufgesetzt haben. Also da habe ich auf jeden Fall ziemliche Parallelen gesehen. Wo wir auf jeden Fall aber drüber sprechen müssen, ist bei Freiburg auch die Torhüterin. Also wir haben ja auch schon gesagt, eine Torhüterin bei Werder nicht so das Problem, aber an anderer Stelle schon. Bei Freiburg, die jetzt zwar nur gewonnen haben, aber da hat im Tor gestanden Gabrielle Lamberts. Die ist ja auch normalerweise nicht da. Das war sonst immer Kassen, die da gestanden hat. Lamberts hat auch letzte Saison, glaube ich, im Pokalfinale einspringen müssen, wenn ich mich richtig erinnere. Und auch da hat sie schon ein paar Wackler gezeigt. Und jetzt war das eben am Samstag auch wieder der Fall. Also so um die Halbstundenmarke rum waren das so 3 Situationen nach Ecken, wo sie echt nicht gut ausgesehen hat. Also viel zu früh irgendwie oder viel zu weit raus, wo der Ball so weit weg war, wo eigentlich klar war, okay, den kannst du jetzt kaum kriegen. Und dann war der Kasten halt total leer. Also ich weiß auch nicht, was da los gewesen ist. Hast du eine Idee irgendwie, ich habe keine Idee, warum Merck da irgendwie auf einmal auf sie gesetzt hat. Ich weiß nicht. Miriam, also die Julia Kassen hat ja jetzt auch die Spiele davor nicht immer so extremst geglänzt, ne? Also die hatte schon ihre, aber ich fand es jetzt auch nicht so, dass ich sage, musste austauschen. Vielleicht wollte sie jetzt mal ein Zeichen und die andere ausprobieren. Also das hat sie jetzt nicht, sie hat jetzt keine Werbung in der Tat für sich gemacht. Das ist jetzt, Freiburg hat jetzt nicht wegen ihr gewonnen, sondern trotz ihr, hat jetzt fast gesagt, also die hat in der Tat starke Wackler irgendwie, wenn die jetzt Hoffenheim einfach nicht ausnutzen konnte, ne? Also da werden sich wahrscheinlich die Hoffenheimerinnen weiter nochmal so. Ja, glaube ich eben. Das ist in der Tat, die hat nicht, hat oft nicht sehr gut ausgesehen. Sie hat natürlich auch so ein paar steigere Momente gehabt, aber insbesondere da bei den Standards, sah sie nicht gut aus, hatte dann auch mal, das hat sie daneben gegriffen und was weiß ich, also wo man, ja, okay, vielleicht kann mal passieren, muss aber jetzt nicht mehrfach passieren, das ist richtig. Ich verstehe es jetzt nicht, ich bin natürlich jetzt auch nicht beim Training bei, warum das jetzt so war oder ob Julia Kassen vielleicht ein bisschen angeschlagen war, aber ich kann mir das jetzt nur so erklären, dass ich es mal ausprobieren wollte, vielleicht, aber also für mich hat sich das jetzt nicht so aufgedrängt. Nee, und ich glaube auch, dass Freiburg da mal nochmal schauen sollte, irgendwie wen anders auf die zweite Position, weil das da wirklich, vielleicht hatte sie auch nur einen schlechten Tag, kann ja auch sein, du hast es gesagt, wir sind beim Training nicht dabei, kann immer mal sein, aber das, da habe ich wirklich gedacht, so, holla, die Waldfee.
Schauen wir mal aber auch noch kurz nach Hoffenheim, also auf die Hoffenheimer Seite. Da würde ich auch nochmal die Frage stellen, so was wir mit der Defensive machen, weil, also eigentlich ist die ja auch relativ gut, also gerade Krummige und Sarai Linder, wollte ich auch mal kurz sagen, Sarai Linder, boah, die hat das auch bei der Nationalelf richtig gut gemacht, die gefällt mir echt super, super gut, die sind ja total stark, arbeiten auch mit nach vorne da auf den Außen, die haben am Samstag jetzt auch nicht so aufgedreht, wie wir es vorher gewohnt waren und ich weiß nicht, irgendwie so ganz stabil haben die da auch nicht gewirkt, sind es dann Dorn und Specht, die da irgendwie in der Innenverteidigung die Schwachstellen sind? Oder liegt es daran, dass eben Sarai, dass Linder und Krummbiegel da so nach vorne denken, dass da dann mehr Platz ist? Dass es kritisch wird? Ja, also ob es jetzt da direkt daran lag, das ist jetzt eine gute Frage. Das wirkte nicht so harmonisch. Man hat ja dann auch gewechselt zur Halbzeit direkt doppelt. Und haben die anderen ja auch Lindai. Gute Frage. Ich meine, das erste Tor ist ja natürlich auch durch diesen Fehler da, wo man natürlich jetzt auch früh gepresst oder früh draufgegangen ist, zustande gekommen. Das hätte jetzt auch nicht so sein müssen, glaube ich. Also die wirkten noch so ein bisschen verunsichert, vielleicht noch nicht so richtig im Spiel. Ich weiß es jetzt nicht. Das ist eine gute Frage. Wobei ich jetzt tatsächlich eher gesagt hätte, die Offensive machte mir jetzt ein bisschen mehr so. Und ich finde das auch, also insgesamt haben natürlich jetzt auch die Hoffenheimer trotzdem gute Chancen gehabt, ne? Und ich finde, sowas macht ja auch so ein gutes Spiel, macht mir auch das Spielglück aus, ne? Ich finde jetzt, Freiburg hatte auch das Spielglück einfach, muss man ganz klar dazu sagen. Hat natürlich auch super Tore gemacht, selber erzielt, ne? Aber die hatten natürlich auch das Glück, dass dann die Sachen von Hoffenheim nicht reingegangen sind, ne? Also wäre der Ausgleich, der durchaus in der gegen Ende der ersten Halbzeit da gewesen wäre, dann wäre das Spiel vielleicht auch anders gewesen, wenn die 1-1 in die Kabine gegangen wären. Kann ich mir gut vorstellen, einfach. Von da an war das auch so ein Spiel, wo man sich beide hätte vorstellen können, finde ich, dass die weiterkommen. Gab es ein anderes Spiel, wo ich dachte, das wird nie was. Aber ich habe auch gesagt, ich mache halt mal so kleine Reels irgendwie für meinen Podcast, ja. Instagram-Kanal da, und da habe ich dann auch gesagt, Freiburg hat erst echt ganz gut gespielt in der ersten Halbzeit, in der zweiten dann recht gut verteidigt, würde ich jetzt auch nicht so also super gut sagen, aber schon stabil halt verteidigt und hatten dann halt wirklich auch noch Glück mit dabei, eben dass so Sachen wie bei Lamberts, die Fehler, die sie da hatten, dass die nicht reingegangen sind, dass noch ein paar andere Sachen von Hoffenheim auch nicht reingegangen sind. Miriam, hast du noch irgendwas, was dir zu dem Spiel auf dem Herzen liegt? Ansonsten würde ich sagen, gehen wir weiter. Ich habe nur die Zusammenfassung tatsächlich gesehen, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das Tor von Mehmeti nochmal eine Erwähnung vielleicht wert. Also ich finde, den kann man mal so machen. Also hat zwar am Ende nichts mehr gebracht, weil der erste Nachspielzeit gefallen ist, aber den kann man mal so machen. Also ich finde, den kann man durchaus nochmal erwähnen, den Treffer. Guter Hinweis, weil als ich jetzt gerade runtergescrollt habe, ja, steht bei mir auch mit Tor des Spieltags Fragezeichen drin. Ja. Schöne Ballannahme, schönes Dribbling eben kurz vor dem 16er und dann ein wunderschöner Treffer an die Unterkante der Latte und dann rein. Sehr gut, dass du da nochmal genau darauf hingewiesen hast. Das ist ein sehr, sehr schönes Teil. Also sehr schöne Tore, die wir da auf jeden Fall gesehen haben. Jule, liegt dir da noch was auf dem Herzen oder wollen wir weitergehen? Nee, aber ich glaube, das tut der TSG weh, diese 3 Punkte. Das wollte ich nochmal sagen. Probably. Also ich glaube, also da hat jetzt, glaube ich, keiner mit gerechnet. Und ich meine, sonst wäre jetzt Hoffenheim auch vorne. Von da an, das sind, glaube ich, so, da, ich will nicht sagen, trennt sich die Spreu vom Weizen, aber das sind so, wenn du oben mitspielen willst, dann musst du diese Spiele doch irgendwie für dich entscheiden. Ja, voll. Das habe ich tatsächlich vorhin noch gar nicht gesagt, ne? Dass wir einen Wechsel an der Tabellenspitze haben, eben jetzt die Bayern vor Wolfsburg und ja, Hoffenheim hätte die Chance gehabt, den Schritt eben an die Spitze zu machen, aber sind jetzt eben 3 Punkte hinter Bayern und 2 hinter Wolfsburg. Ja, ich habe gerade gedacht, ich habe mich verrechnet, aber nee, ist nicht so. Also die haben 11 Punkte, Wolfsburg 13 und die Bayern 14. Weiter geht's für Hoffenheim dann auswärts nach Köln, zu Hause dann gegen Essen. Im Pokal haben sie es dann mit Leipzig zu tun und in der Liga danach gegen Frankfurt auswärts. Freiburg hat Wolfsburg als nächstes auf dem Plan, danach Köln, dann Essen, auch
so ein bisschen verschoben von Hoffenheim quasi. Und im Pokal geht's gegen Frankfurt, das allerdings wegen der Champions League dann erst im Januar. Freiburg beginnt und beendet die Winterpause dann quasi mit einem Spiel gegen Frankfurt. Das ist ganz interessant. Gut, dann machen wir weiter mit Duisburg gegen Leipzig. 1:1. Miriam freut sich schon. Das ist ein Spiel eben gewesen, das du dir vor allen Dingen angeguckt hast. Antonia Halverkamps rettet dem MSV mit einem wunderschönen Tor. Da haben wir auch wieder ein wunderschönes Tor. In der ersten Minute der Nachspielzeit ein Unentschieden. Lydia Andrade hatte RB Leipzig schon 9 Minuten nach Anpfiff in Führung gebracht. Ja, und viel mehr gibt es zu diesem Spiel jetzt auch wirklich nicht zu sagen. Miriam, es ist nicht so wirklich spektakulär gewesen, ne? Nee. Also das war für mich so das Gegenbeispiel zu Bayern gegen Wolfsburg, ehrlicherweise. Das war so das, wo man dann gemerkt hat, dass da doch nochmal eine ganze Liga dazwischen liegt, zwischen diesen beiden Mannschaften und Bayern und Wolfsburg. Wenn ich die Statistiken hinterher richtig gesehen habe, sprachen die sogar leicht für Duisburg, glaube ich. Aus meiner Sicht hätte Leipzig das Spiel aber gewinnen müssen, sogar eher. Auch wenn die Statistiken was anderes sagen. 17 zu 3 Schüsse dafür. Duisburg auch Ballbesitz 53 zu 47. Ja, Entschuldige. Kein Problem, nee, aber so wirkte es tatsächlich eigentlich gar nicht. Also Duisburg, ich weiß nicht, wo der Ballbesitz herkommt, weil sie eigentlich nur lange Bälle geschlagen haben. Also ich weiß nicht, wie da der Ballbesitz gezählt wird, weil da gerade im Mittelfeld, also Muß und Günster haben, ich habe es vorhin über Lena Oberdorf gesagt, aber das ist nochmal ein anderes Niveau, die haben gar nicht teilgenommen. Also ich habe überhaupt nicht verstanden, was die machen wollen. Die haben den Ball irgendwie jedes Mal einfach nach vorne geschlagen und dann gehofft, dass irgendjemand hinterherläuft. Das hatte mit Fußballspielen ehrlicherweise von Duisburger Seite fast nichts zu tun. Wen man da noch hervorheben muss, ist Halverkamps, die am Ende das Tor auch macht. Und diesmal bin ich auch der festen Überzeugung, sie wollte den so, weil als sie das Ding damals gegen Freiburg so gemacht hat, habe ich mal so in den Raum gestellt, ob sie das so wollte oder ob es eigentlich eine Flanke werden sollte und der abgerutscht ist, weiß ich nicht. Aber diesmal hat sie, glaube ich, tatsächlich gesehen, dass die Torfrau da spekuliert hat auf die Flanke und schon 2 Schritte nach vorne gemacht hat, weil sie den auch so hinter ihrer Gegenspielerin geschlagen hat. Deswegen glaube ich schon, dass sie den ins Tor schlagen wollte. Der war natürlich sehr, sehr stark gemacht dann. Und sie ist auch vorher, aber nicht nur durch das Tor, sondern auch vorher schon extrem positiv aufgefallen, durch ihren Einsatz, durch ihre Einzelaktionen, aber mannschaftstechnisch, also irgendwelche schönen Aktionen, wo mehrere Spielerinnen beteiligt waren, habe ich bei Duisburg so gut wie gar nicht gesehen. Bei Leipzig muss ich sagen, wer mir positiv aufgefallen ist, wen ich wirklich gut fand, ist Jenny Hipp. Ich finde, die hat ein wirklich gutes Spiel gemacht da im Mittelfeld, weil die immer versucht hat, sich bei allem einzuschalten und auch im Gegenpressing 1-2 Bälle wiedergeholt hat. Das hat mir gut gefallen. Was mir bei Leipzig aber aufgefallen ist, ist, dass die einige echt grobe Fehler im Spielaufbau aus der Abwehr heraus gemacht haben. Also im Tennis würde man, glaube ich, Unforced Error sagen. Also die wurden gar nicht angelaufen und haben trotzdem Fehlpässe gespielt, wo ich mich gefragt habe, warum sie den jetzt gespielt haben. Also sie hatten gar keinen Druck, sie hätten den darfst du eigentlich niemals spielen und es waren 2, 3. Wenn sie das halt gegen andere Mannschaften machen, Hoffenheim hat so den einen Ball verloren und Freiburg hat es direkt bestraft. Also das war, glaube ich, eher Unvermögen von Duisburg, dass das dann nicht mal bestraft wurde. Ja, jetzt habe ich eigentlich mehr geredet, als es über das Spiel eigentlich zu sagen gibt, weil es war tatsächlich kein gutes Spiel. Ja, und eigentlich hätte es gereicht, wenn man sich die 10. oder die 9. Minute und die, ich weiß nicht, die irgendwann, da war noch immer Halverkamps. Genau. 90. plus 1 müsste es gewesen sein. Die Nachspielzeit angeguckt hätte, weil alles andere wer wieder ganz am Anfang direkt mal aufgefallen ist, war Vanessa Fudalla, die immer, wenn sie den Ball hat, irgendwo in Strafraumnähe den schießt. Ja. Also aber auch immer gut schießt, muss man dazu sagen. Also die fackelt nie lang, die kriegt den Ball und legt ihn sich einmal zurecht und dann schießt sie und wieder irgendwie in der 8. Minute erstmal direkt einen Lattentreffer. Also die macht es schon richtig, da einfach immer drauf zu halten, weil sie offensichtlich eine extrem gute Schusstechnik hat.
Ja, die habe ich mir auch auf jeden Fall aufgeschrieben, bei Leipzig eben mit ihren wirklich tollen Distanzschüssen, dann teilweise irgendwie so gefühlt aus dem Nichts. Das ist schon echt sehr, sehr toll. Bei Duisburg muss ich ehrlich sagen, also klar, das Spiel insgesamt war jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär und auch nicht gut. Aber ich fand, Duisburg habe ich jetzt nicht ganz so dramatisch schlimm gesehen wie du. Aber vielleicht lag das auch insgesamt daran, dass ich eben das Spiel so ja nicht so spektakulär gesehen habe und dann vielleicht ein bisschen so ein Auge zugedrückt habe und versucht habe, das irgendwie anzugleichen in meinem Kopf sozusagen. Ich fand aber eben ja die Angriffe vor allen Dingen da eben, wie du meintest ja auch, irgendwie das Mittelfeld hat quasi gar nicht stattgefunden und das, finde ich, hat man da eben auch gesehen, dass da eine komplette Lücke war und dann aber vorne eben auch irgendwie Halverkamps eben sehr oft alleine gelassen worden ist. Also, was ich dann eben auch sehr interessant finde, ich habe bei SofaScore, da schaue ich manchmal wegen der Statistiken und so nach, diese realtaktischen Positionen, wie es dann immer so schön heißt, ne, geschaut. Und das war echt ziemlich krass. Das sind nur zwei Spielerinnen gewesen bei Duisburg, die eben in dieser realtaktischen Position in der Hälfte der Gegnerin gestanden haben. Und ansonsten eben so sehr in der Defensive zusammengeknautscht. Aber wie gesagt, Halverkamps war da so ein bisschen der Ausreißer. Da haben auch einige Leute im Forum geschrieben, die ist quasi Arjen Robben der Frauenbundesliga, genau ein Move, aber wie willst du den kontern? Ich glaube, das ist Bell sogar gewesen, die das geschrieben hatte. Gehst du damit? Würdest du den Titel auch vergeben? Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen zu hochgegriffen ist, aber ja, also sie fällt auf jeden Fall sehr, sehr positiv auf bei Duisburg und sticht da hervor. Das muss man auf jeden Fall sagen. Wenn man die realtaktischen Positionen sieht, verwirrt das Spiel noch mehr, weil Duisburg nur lange Bälle geschlagen hat. Und wenn da vorne gar niemand ist, weiß ich gar nicht, warum man den Ball da überhaupt nach vorne schlägt. Aber ich finde eben, bei Leipzig hat man wenigstens noch gesehen, dass sie versucht haben, Kurzpassspiel über Jenny Hipp, über Sandra Starke. Da waren ein paar, das hat nicht immer alles funktioniert. Und auch von denen war es kein gutes Spiel. Und ich glaube, da muss man jetzt endgültig auch von diesem kein normaler Aufsteiger vielleicht wegkommen, weil am Ende sind sie vielleicht, klar, da sind 1-2, die haben schon ein bisschen Erfahrung und vielleicht hat Leipzig auch andere Möglichkeiten als vielleicht andere Aufsteiger oder andere Zweitligisten oder auch wahrscheinlich auch andere Möglichkeiten als Duisburg. Aber letztlich zahlen auch sie manchmal dann eben noch Lehrgeld, wie es immer so schön heißt. Und ich glaube, da muss man dann doch irgendwie sagen, dass sie dann doch in solchen Spielen eben doch ein normaler Aufsteiger sind, die für mich fußballerisch die bessere Mannschaft waren auf dem Platz, daraus aber nichts machen, sogar weniger Ballbesitz haben, also sogar die Statistiken sprechen hinterher gegen sie und sie fangen sich in der Nachspielzeit noch so ein unnötiges Gegentor dann. Was man allerdings auch sagen muss, ist, dass sie noch ein Abseitstor gemacht haben, wo ich mir nicht sicher bin. Ich weiß nicht, ob es irgendeine Auflösung gab, die wirklich bestätigen konnte, ob es wirklich Abseits war, weil ich fand es in der Wiederholung extrem knapp und würde mich da nicht drauf festlegen, dass es Abseits war. Gehört auch zum Spiel dann dazu. Aber letztlich war es insgesamt kein gut anzusehendes Spiel, bis auf 1-2 Ausrisse vielleicht. Also was das Tor von Andrade war wirklich schön. Also das waren auch 2-3 schöne Pässe. Das haben sie echt ganz schön gemacht. Aber ansonsten war das Spiel relativ flach. Ich glaube, das 1-0 von Andrade ist auch noch abgefälscht gewesen, wenn ich das nicht richtig, komplett falsch gesehen habe. Können wir dann auch so dabei belassen. Ich finde aber trotzdem so, Stichwort kein normaler Aufsteiger, eben dadurch, dass sie eben das auch manchmal noch machen, eben dieses Kurzpassspiel und zumindest versuchen und sich dann eben auch gegen Teams wie Wolfsburg, ich fand bei dem Spiel gegen Wolfsburg haben sie sich auch sehr gut angestellt über weite Phasen, finde ich, würde ich da schon noch mitgehen, eben, dass sie keine, also auch mit den ganzen Möglichkeiten, die sie eben halt haben, dass sie keine normalen Aufsteigerinnen dahingehend sind, weil ich glaube, Lehrgeld zahlt jeder und jede irgendwie mal, aber nun denn. Aber Nürnberg sah auch gut aus gegen Wolfsburg. Jeder sieht gut aus gegen Wolfsburg aktuell. Okay, kann man natürlich auch so nochmal um die Ecke kommen, aber ich finde, was ich halt bei Leipzig immer krass finde, ist, dass man halt sieht, also wie diszipliniert die auch spielen und eben halt die ganze Zeit dieser Idee hinterher, eben das ist der Fußball, den wir spielen wollen und da gehen wir jetzt mit, passen es halt hier und da ein bisschen an, aber das wollen wir zumindest versuchen, manchmal klappt es eben nicht. Nun denn, genau, wie geht's weiter für Duisburg?
recht schwierig mit Bayern und Wolfsburg auswärts, alle beide als nächstes. Das finde ich irgendwie schon auch ziemlich hart. Ich glaube, deswegen ist es auch noch mal ein bisschen trauriger, dass es eben nur ein Punkt ist, auch wenn nach dem Spielverlauf der eine Punkt schon auch noch gut ist. Danach geht es im Pokal gegen Mainz 05 und dann in der Liga zu Hause gegen Werder. Für Raba geht es weiter mit Werder Bremen zu Hause, dann Leverkusen auswärts, im Pokal sind sie bei Hoffenheim zu Gast und dann in der Liga haben sie nochmal zu Hause Nürnberg auf dem Plan. Und dann machen wir genau da weiter mit Nürnberg. Jule, gegen Köln haben die 1-3 verloren vor 1200 ZuschauerInnen im Max-Morlock-Stadion. Ja, und dabei ist es eben echt nicht so gut gelaufen für das Heimteam. Wie gesagt, Köln gewinnt mit 3-1 durch Tore von Dora Zeller. Schon in der 5. Minute hat sie da eins gemacht. Und dann später eben noch Marleen Schimmer und Sharon Beck, die treffen Vanessa Heim. Die hat für Nürnberg kurz vor Schluss noch für den Ehrentreffer gesorgt. Ja, so deutlich das Ergebnis am Ende dann aussieht mit 3-1 eben. Findest du, das passt zum Spielverlauf, Jule? Jein. Also, insgesamt fand ich es eigentlich ein bisschen zu hoch, aber andererseits passt es dann doch, weil ich fand, Köln war insbesondere in der ersten Halbzeit wirklich das deutlich bessere Team. Also da hat man gemerkt, oder ich empfand es so, dass die Lust hatten, da dieses Spiel zu gewinnen und auch erkannt haben, okay, das haben wir jetzt eine realistische Chance, das machen wir und spielen wir gut. Haben dann ja auch früh das Tor geschossen, hatten dann ein paar Mal auch Pech, dass sie dann nicht getroffen haben, aber so ist das natürlich. Und waren irgendwie deutlich überlegen, fand ich. Und in der zweiten Halbzeit sah es dann nicht mehr so klar aus. Also war Nürnberg doch deutlich besser im Spiel drinne und ja, haben es auch wirklich versucht und sind dann näher ran. Deswegen fand ich es so ein bisschen ausgeglichen. Dann kam halt das 2-0. Da dachte man, okay, ja, das ist halt so ein bisschen Pech für Nürnberg. Ne? Die hatten gerade so eine Offensivphase und dann kommt es ja oft so, dann das 2-0. Und ja, das 3-0 fand ich dann so ein bisschen zu hoch tatsächlich. Und dann hatten sie ein bisschen Pech, dass dann ihre, ich weiß jetzt leider nicht mehr, habe ich vergessen, hatte ich aufgeschrieben und dann irgendwie nicht richtig mitgeschrieben. Dann ist ja die eine Nürnbergerin noch verletzt, musste raus, aber die hatten nicht mehr, hatten das Wechselkontingent ausgeschöpft. Ich glaube, sie hat tatsächlich weitergespielt. Ah, okay, weil ich hatte mir das auch erst aufgeschrieben, weil sie da eben sehr, sehr lange behandelt worden ist und wirklich auch so mit Sannis und so. Aber sie hat dann wohl wieder weitergespielt, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann habe ich das verpasst offenkundig. Ja. Dann nehme ich alles zurück, was ich jemals gesagt habe. Und nee, aber war auch relativ weit. Ja, genau. Also ich habe sie dann auch gar nicht mehr wahrgenommen, auf jeden Fall. Aber das ist natürlich jetzt in der Tat so ein bisschen Pech, ne? Wenn du fünfmal irgendwie zur 70. Minute schon gewechselt hast und dann verletzt sich jemand, das ist nicht so richtig gut. Ne? Wahrscheinlich hätte sie dann auch ausgewechselt werden sollen. Ich bin auch absolut, bin ich ganz ehrlich, für so ein, ich glaube, in England haben sie das ja, diese 6. Extra Substitution. Aber haben die das nicht nur bei Kopfverletzung? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber fände ich insgesamt gut, weil dann eben die das Ärzte-Team da nicht so unter Druck steht, so, oh mein Gott, wir haben jetzt jemanden mehr zum Wechseln, willst du dann auch, dass das Team gewinnt und die Spielerin, der Spieler dann ja auch. Also ja, aber entschuldige, ich wollte dich jetzt gar nicht so unterbrechen. Also ich weiß, ich glaube, bei der WM war es ja auch so, dass wenn die Leute was mit dem Kopf haben, dass sie dann nochmal ein extra aus, ich weiß jetzt nicht, ob das Sinn macht, wenn man sagt, das ist jetzt für jede Verletzung, da muss jemand auch beurteilen, ist das jetzt sinnvoll oder nicht, oder will man den einfach raus oder die Person einfach raus haben. Das weiß ich jetzt nicht. Aber in dem Fall ist es ein bisschen ärgerlich, glaube ich. Ja, und dann noch das sehr gute Anschlusstreffer von Heim, wo man aber auch nicht das Gefühl hatte, in der 80. Minute, okay, da machen die noch mal zwei weitere. Das war dann, glaube ich, schon schwierig. Es hat mich schon beeindruckt, dass Nürnberg so gut zurückkam in der zweiten Halbzeit. Da habe ich jetzt persönlich nicht mit gerechnet. Ich dachte, oh Gott, die lassen sich da jetzt irgendwie abschießen von Köln. Ergebnistechnisch war man ja auch nah dran. Aber das war dann nicht so. Also dann, da waren die dann wirklich schon so, dass man das Gefühl hat, okay, die haben das irgendwie, da konnten die gut gegenhalten. Und ich finde dafür, dass Nürnberg ja mit diesen doch der unerfahrenen Spielerinnen da sind, schon beeindruckend, dass man das so geschafft hat gegen Köln. Aber gut, Köln hat das dann doch für sich, vielleicht ist dann doch die Erfahrung und Klasse dann da oder einfach das Glück, dass man das dann so für sich
entscheiden kann. Von da an fand ich es ganz. Bei Köln weiß ich immer persönlich auch nicht, was ich da wirklich von halten kann. Es gibt so Spiele, wo ich denke, oh Gott. Mhm. Und dann, da fand ich es jetzt in der ersten Halbzeit wirklich auch gut. Naja, in der zweiten waren halt nicht so toll, aber trotzdem souverän. Ich finde da auf jeden Fall eine Schlüsselfigur total Sharon Beck. Ja, auf jeden Fall. Die ist wieder so wichtig gewesen auch. Ich glaube, die war auch kurzzeitig runter vom Feld, kann mich jetzt aber auch täuschen. Aber das, was du sagst, so eine Ich glaube, als das Tor gefallen ist, da hatte sie auch ein bisschen Probleme. Aber ja, stimmt, kann sein. Aber ich fand nämlich auch, dass, also was du gesagt hast, manchmal gibt es so Spiele, da denkst du dir, was soll das jetzt? Also da scheint es so, als wäre Köln gefühlt gar nicht auf dem Platz. Also so war das, glaube ich, vor 2 Wochen eben gegen Leverkusen müsste das gewesen sein, wo wirklich gerade die Offensive halt überhaupt nicht da gewesen ist. Und dann jetzt beim Spiel gegen Nürnberg, kann dann natürlich auch in den Gegnerinnen liegen, ne? Weil ich fand halt auch Nürnbergs Defensive da, ja, da war einfach viel zu wenig Bewegung drin, immer viel zu viel Platz, zu viele Räume, die Köln dann halt auch nutzen konnte und dann aber eben auch gemacht hat, was halt vorher nicht so der Fall war, also teilweise manchmal eben nicht so der Fall ist. Aber gerade eben in der ersten Halbzeit haben die mir da total gefallen und eben komplett anders als beim letzten Spiel vor 2 Wochen eben. Also mir macht es ein bisschen Hoffnung, dass man darauf aufbauen kann, weil ne, wenn du in der Lage bist, auch gegen jetzt nicht so gegen Gegner zu gewinnen, gegen die du gewinnen solltest, das finde ich immer ein gutes Zeichen, ne, dass die jetzt nicht gegen, vielleicht gewinnen sie auch gegen Wolfsburg, das möchte ich jetzt nicht sagen, aber also, dass du jetzt gegen jetzt Bayern jetzt nicht unbedingt gewinnen, das ist jetzt, glaube ich, in Ordnung, ne? Aber wenn die jetzt irgendwie gegen Nürnberg spielen und da nicht irgendwie doof, also wie Freiburg jetzt zum Beispiel, ne? Es tut mir leid für Nürnberg, aber es ist halt so, ne, das ist leider doch der Aufsteiger. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass man sich vielleicht, wenn man sich da so findet, weil sie haben ja schon doch echt Potenzial. Ich meine, Marlene Schimmer, das hat mir auch gut gefallen. Hat ja dann auch das Tor und den Assist gemacht. Also das fand ich schon ganz gut. Insgesamt haben sie ja schon wirklich gute Spielerinnen. Und fand ich jetzt okay, also auf jeden Fall kann man sich so, wenn man darauf aufbaut und sagt, so spielen wir jetzt wie in der ersten Halbzeit spielen wir immer, dann ist das ganz gut. Auf jeden Fall, da gibt es das, wo man drauf aufbauen kann. Miriam, du hast dich gerade eben freigeschaltet. Wolltest du noch einhaken? Ja, ich wollte, weil du, jetzt hast du sie schon angesprochen, Jule, Marlene Schimmer, das, weil ihr gesagt habt, die letzten Spiele war die Offensive da nicht so stark. Ich glaube, das ist für Köln extrem wichtig, dass sie jetzt wieder zurück ist. Also wenn man das Tor anguckt, das sie macht, wie sie sich da einfach auch körperlich durchsetzt, und dieses Tor einfach erzwingt, fand ich schon extrem stark. Und was mir auch gut gefallen hat, ich habe da auch nur die Zusammenfassung gesehen, aber bei dem ersten Tor der Ball, den Anna Gerhardt von außen reinspielt. Also die, das war ein echt schönes Tor, den sie da, wie sie den Ball von sich außen durchsetzt und den Ball reinbringt. Also Köln hat da schon echt Potenzial in der Mannschaft. Und ich glaube, dass die, wenn sie jetzt, wie Jule auch schon gesagt hat, solche Spiele dann noch relativ souverän gewinnen, ist denen auch zuzutrauen, dass sie mit dem Abstieg gar nichts zu tun haben und dann sich vielleicht jetzt wirklich mal, was bei denen ja schon eine Weile das Ziel ist, sich mal in der ersten Liga etablieren können. Und wenn dann halt so Spielerinnen wie Marlene Schimmer wieder zurückkommen, hilft das natürlich extrem. Auf jeden Fall. Also die hat mir auch super, super gut gefallen. Ich glaube, sie hatte sich auch irgendwie bei dem Tor dann so ein bisschen verletzt, glaube ich. Aber hat dann doch noch weitergemacht. Die war da enorm wichtig. Dora Zeller war auch irgendwie voll da. Also ja, auch mit dem 1-0 schon nach 5 Minuten eben. Auch ansonsten immer auch in den Zweikämpfen und so weiter. Und sehr gut, dass du Anna Gerhardt auch noch erwähnt hast. Die fand ich auch, das finde ich auch, insgesamt über die letzten Spieltage, auch wenn jetzt zum Beispiel beim Spiel gegen Leverkusen nicht so viel rumgekommen ist von Köln. Ich finde, sie ist immer eine, die heraussticht und die immer eben diese Außenbahn da total gut beackert und Flanken gibt und die Ecken auch sehr, sehr gut tritt. Also auf jeden Fall eine Spielerin, ja, wo ich echt froh bin, dass die uns in der Liga erhalten geblieben ist und die eben nicht mit Turbine da dann runtergegangen ist, so traurig das ja auch ist. Ja, ich habe gerade hier in den Notizen hin und her geguckt, deswegen bin ich gerade ein bisschen verloren tatsächlich in meinem roten Faden, den ich da hatte. Genau, Nürnberg an sich dann in der zweiten Hälfte ein bisschen besser reingekommen, da hat Köln so ein bisschen zurückgesteckt. Ich finde es insgesamt das Spiel
schade für Nürnberg, freue mich trotzdem für Köln und trotzdem finde ich auch, dass beide Teams so ein bisschen was haben, woran man sich festhalten kann. Irgendwie Nürnberg ja, wie gesagt, in der zweiten Hälfte auf jeden Fall deutlich besser noch reingekommen. Liegt euch sonst noch was auf dem Herzen zu dem Spiel oder wollen wir weiterspringen? Gut, dann springen wir weiter. Die beiden Teams sind halt nach wie vor auch noch im Keller. Da beziehungsweise Köln gar nicht mehr. Quatsch, Köln ist ins Mittelfeld gesprungen auf den 6. Platz, Nürnberg auf dem 11., aber einen Punkt nur vor Duisburg auch, aber auch nur einen hinter Leipzig. Also ja, ich finde es eben bei Nürnberg sehr, sehr schön, dass sie da immer noch so weiterkämpfen. Eine Sache auch noch, genau, Carlotta Imping, das hatte ich mir mit aufgeschrieben, die hat ihr Liga-Debüt gegeben. Im DFB-Pokal hat sie schon Spielminuten gesammelt, ist dann der 85. für eben Anna Gerhardt eingewechselt worden. Für Nürnberg geht es dann weiter mit Essen auswärts, Eintracht Frankfurt zu Hause, dann geht es nach Leipzig und dann steht nur noch Bayern vor der Tür und dann ist auch schon Winterpause. Und da ist eben auch so das Ding, Nürnberg hat ohne Pokal, also die sind ja im Pokal auch raus, haben die im November und Dezember 5 Spiele und Bayern halt mit Pokal und Champions League 9. Das finde ich halt ja, schon ziemlich krass. Köln hat dann als nächste Woche Hoffenheim zu Hause zu Gast. Dann geht es nach Freiburg und dann im Pokal nach Essen. Und dann wartet in der Liga Wolfsburg. Ja, und dann haben wir nur noch Leverkusen gegen die SGS Essen auf dem Plan. Und ja, hier sollte jetzt eben eigentlich die Auflistung der Torschützinnen kommen. Aber von denen gibt es eben keine. 0-0 ist das Spiel ausgegangen vor 498 ZuschauerInnen eben in Leverkusen. So, und da, Jule, haben wir so ein bisschen was zu diskutieren, wie wir vorher schon festgestellt haben in dem kleinen Gruppenchat zu dieser Folge. Ich persönlich fand das Spiel trotzdem, also trotz 0-0 eben, ziemlich spannend. Du nicht so. Ja, am Anfang fand ich es tatsächlich auch spannend. Da dachte ich, ach, sehr munterer Schlagabtausch, aber irgendwann dachte ich, da passiert nie was. Und hatte ich auch mit Recht. Ich habe das, muss ich dazu sagen, im Real Life geguckt, wusste aber vorher das Ergebnis mich und ich war, dachte, irgendwann so, war so ein Punkt, wo ich dachte, das klappt nie. Und ich weiß gar nicht, also gefühlt war es ja die ganze Zeit so, Essen hat irgendeinen Standard gemacht, den sie total, wo gar nichts bei rumkam. Also logischerweise kam mir kein Tor. Ne? Aber und zwischendurch habe ich, vielleicht habe ich jetzt zurückgespult oder ist jetzt die gleiche Szene nochmal? Also irgendwie immer Kowalski, glaube ich, ne? Hat dann immer. Die hatte keinen wirklich guten Tag. Ja, aber es war so ein bisschen irgendwie gefühlte 500 Standards und irgendwie nichts kam so richtig auf zielführend vor das Tor. Das war irgendwann so ein bisschen plätscherte so dahin. Ich weiß immer bei solchen Spielen nicht, aber es gibt ja öfter diese 0-0-Spiele, wo man auch das Gefühl hat, es kommt kein Tor. Also es gibt ja auch so Spiele, wo dann, ach Mensch, der hätte auch 20-0 oder 20-20 aus, aber da war es so, dachte, oh. Also es gab schon Chancen. Ich habe mir aufgeschrieben, in der 48. Minute einen Lattenkracher von Ramona Meyer und in der 43. Minute auch diese sehr gute Parade von Sophia Winkler, die mir auch sehr gut gefallen hat, muss ich sagen. Also obwohl es nicht so viele Chancen gab, aber fand ich, hat sie das sehr souverän gemacht. Schon insgesamt. Aber also es war dann immer so, oh, ich schon wieder ein Standard, der irgendwo versandet Nichts. Und ja, vielleicht war ich dann auch so negativ eingestellt. Also ich bin mir da nicht so sicher, ist das jetzt eine super gute Leistung der Defensive oder des Mittelfelds, dass die dann irgendwie alles so vorher ab, oder ist das einfach eine schlechte Offensivleistung? Also bei Leverkusen hatte ich auch gefühlt, da waren auch viele Fehlpässe, die dann natürlich irgendwie auch schnell ausgenutzt wurden, die aber verpufften so im Nirgendwo oder halt irgendwie die das war so ein bisschen wie Duisburg, Leipzig nur natürlich ein bisschen besser, logischerweise, ne? Aber Duisburg ist wenigstens irgendwie nach vorne gekommen und das haben dann irgendwie im letzten Angriffsdrittel gedacht, Mensch, egal, irgendwo hin. Die sind schon ein paar Meter weitergekommen, aber so, dass man dachte, Mensch, toll, wieder ein phänomenaler Torschuss, das war selten der Fall. Jetzt rede ich das mal so schlecht, ne? Aber also mir waren es zu viele ja, Fehlpässe, Fehler im Aufbau und dann die Standards nicht gut und sahen irgendwie wirklich aus meiner Sicht irgendwie immer gleich aus, gefühlt. Da ist noch Luft nach oben, hat der Kommentator gesagt, das habe ich dann auch so gesehen. Insgesamt fand ich jetzt Essen besser, muss ich doch zugeben. So am Anfang vielleicht
hatte eher Leverkusen, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen die Nase vorn, aber insgesamt hat mir dann Essen doch besser gefallen. Ich muss sagen, Essen ist jetzt nicht so weit von mir entfernt. Auch für Duisburg. Ich muss da sagen, für beide mal Respekt, wie dass die sich da in dieser Liga halten. Also insbesondere Essen natürlich. Und das ist ja so dieses Gegenbeispiel von letztes Jahr, Turbine Potsdam. Man weiß halt, wo man steht und macht es dann auch vernünftig. Ne? Also man hält so an Bewerten und dann klappt das auch ganz gut. Also man hat bei Essen eigentlich nie das Gefühl, dass die jetzt so richtig straucheln. Selbst letztes Jahr, als sie nicht so ganz toll gestartet sind, hatte man jetzt nicht das Gefühl, dass das nicht klappt. Die brauchen manchmal so ein paar Spiele. Aber insgesamt ist das immer sehr souverän und ich habe keine Ahnung, das Scouting ist fantastisch. Die haben ja immer irgendwelche jungen Talente, die dann ja auch nach so ein paar Jahren irgendwo anders sitzen. Aber das kriegen die gut hin, muss man echt sagen. Und von da an ich bin ja mal ein bisschen skeptisch, aber ich muss sagen, doch Respekt, was die mal leisten. Auf jeden Fall. Und ich finde auch absolut, Essen hat deutlich besser gespielt. Ich habe auch mit Annika Becker nebenbei geschrieben, die die HörerInnen auf jeden Fall auch kennen sollten von der WM mindestens und insgesamt hier aus dem Rasenfunk. Die ist ja auch Essenerin. Und sie hat gesagt, vor dem Spiel hätte sie einen Unentschieden mitgenommen. Nach dem Spiel hat sie aber gesagt, das ist zu wenig, weil eben Essen finde ich sogar teilweise deutlich besser war. Also, und das sagt auch die Statistik, also was die Schüsse zum Beispiel angeht, in der zweiten Hälfte nicht ein einziger Torschuss für Leverkusen und insgesamt 7-16. So, und was Ecken angeht, nicht eine einzige Ecke für Leverkusen. Stimmt, so, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich die nie gesehen habe, aber dafür irgendwie Essen immer. Also und Kowalski, die ehrlich gesagt fand ich jetzt auch nicht so wahnsinnig gut drauf war, aber was ich halt richtig, richtig stark fand bei Essen Piljic im Mittelfeld. Und das ist halt das Ding, wo du gesagt hast, ne, so weißt du gar nicht so ganz genau, Mittelfeld oder Defensive, irgendwie was da gut, vielleicht auch Offensive schlecht. Also ich glaube halt wirklich, dass es daran gelegen hat, dass Leverkusens Offensive nicht so richtig gut war. Und dass eben Piljic da im Mittelfeld das so im Griff gehabt hat. Also und die Defensive ist auch direkt da gewesen. Das war, also fand ich richtig, richtig stark. Piljic da hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und wie gesagt, bei Leverkusen, also Elisa Sens, die war ja wieder zurück, die war, ich weiß gar nicht, wie lange genau sie ausgefallen war, aber ist eben zurück gewesen, von der hat man auch nicht so viel gesehen und auch so eine Williams-Dottier und eine Kögel, von denen man sonst ja auch immer so sehr viel sieht. Und Williams-Dottier hatte, glaube ich, noch so die paar Chancen, die es da gegeben hat für Leverkusen. Gerade hinten raus, glaube ich, war dann auch nochmal so eine Sache, wenn ich mich nicht komplett irre. Aber ja, die waren da irgendwie ziemlich abgemeldet und ich fand da Essen auch, die hätten auf jeden Fall verdient gehabt, da 3 Punkte mitzunehmen, weil die eben irgendwie, ja, also, ne, klar, muss man dann auch dazu sagen, offensiv, wenn da halt bei 16 Schüssen keiner reingeht, kann man sich auch mal fragen. Aber da war Repol dann teilweise auch sehr gut, beziehungsweise da hat... Also ich würde sogar sagen, dass Repol die beste Spielerin auf dem, auf Leverkusener Seite war. Das ist immer kein... Also ich fand jetzt, ich meine, Leverkusen war jetzt nicht brachial schlimm und schlecht, ne? Aber die haben da Repol doch schon, glaube ich, schon das zu verdanken, obwohl es jetzt nicht so extrem viele Chancen waren, aber die da gut, wie gesagt, Winkler hat das auch gut gemacht. War, glaube ich, tatsächlich eher die Verteidigung und die Offensive, die jetzt nicht so die... Also ich fand, das war so ein Spiel, das hätte man auch gut so am, weiß ich nicht, 25. Spieltag und beide sind so im Mittelfeld und machen nichts. Also so ein bisschen das ich Gefühl hatte man, dass dieser extreme Druck, ne, du musst da jetzt nach vorne und du willst gewinnen, du brauchst 3 Punkte. Dieses Gefühl hatte man jetzt bei beiden nicht, dass die jetzt mit jeder Faser ihres Körpers gedacht haben, ich brauche das Tor. Ja. Ich fand bei manchmal so gegen Ende, wenn die Leute jetzt nicht mehr so, ne? Ich finde, also genau, was ich, eine Aktion, die ich auch noch sehr, sehr sweet fand irgendwie, die ich auch noch mit anbringen wollte, kurz vor der Halbzeitpause hat eben Williams Dottier, ich glaube, das war der Schuss, den ich meinte, der eigentlich kurz vor der Halbzeitpause war und nicht kurz vor Schluss war, die da wirklich einen ziemlich guten Schuss irgendwie abgeliefert hat und dann aber Sophia Winkler
so eine krasse Parade rausgehauen hat. Mit ihrem Körper so, ne? Ja, wo sie dann selber grinsen musste. Und das fand ich total cool, irgendwie, wo sie dann halt selber irgendwie so grinsen musste. Weil das war ja, das fand ich auch. Ich erinnere, war, hat sich so gefreut, ne? Und da habe ich auch gedacht, boah, krass, da würde ich nie wieder aufstehen. Weil das war ja auch gefühlt irgendwie so von, weiß ich nicht, einem Meter oder so. Und sie hat da so krass raus und dann hat sie ihren Körper so reingestellt. Und ich denke mal, ihr Körper sieht auch entsprechend aus danach, schätze ich. Ja. Aber sie hat da gar nicht gezuckt. Ich würde ja, wie gesagt, dann mal liegen und nie wieder aufstehen. Aber ja, Respekt, ne? Und hat sich dann gefreut. Ja. Das ist wahrscheinlich auch das Adrenalin, ne? Maybe, I guess. Ja, aber jedenfalls, also bei Essen, wie gesagt, ich fand Essen wirklich deutlich stärker. Ich fand aber auch das Spiel insgesamt sehr cool, eben weil man, weil ich finde, ich habe nämlich Essen so ein bisschen das schon angesehen, dass die da halt das Tor machen wollten, aber die haben dann, also auch gerade gegen Ende irgendwie den Ball nur noch gegen die Gegenspielerin gekloppt und gegen Repo eben auch. 5 Minuten Verschluss hat es fast noch ein Eigentor für, also ein Eigentor von Essen für Leverkusen quasi gegeben. Da gab es einen langen Ball auf rechts, knapp an der Grundlinie ist er dann zurückgegeben worden und so Merino Gonzalez, die eingewechselt worden ist, die stand bereit, aber kam ihr da ein bisschen zu sehr in den Rücken. Also ja, das war sehr knapp dann Winkler, die den irgendwie gerade noch so gehabt hat. Irgendwie, ich glaube, nach einem Schuss von Afawi oder was das dann war, irgendwie bei der Situation, die insgesamt halt kurz vor Schluss nochmal sehr gefährlich gewesen ist. Aber ansonsten war da von Leverkusen relativ wenig. Jule, liegt dir da noch was auf dem Herzen zu dem Spiel oder bist du fein damit? Ich kann nur wiederholen, was ich, dass die Liga sehr zusammengewachsen sind. Also das, man hat da jetzt, also auch schon vor dem Spiel hatte man beiden Punkte da irgendwie zugetraut. Also ich zumindest, Annika Beckhoff konnte ich nicht. ich finde, Essen ist gut in die Saison gestartet und Leverkusen auch. Ist jetzt, ich finde jetzt 0-0, also oder ich finde jetzt unentschieden ist in Ordnung. Absolut, ich habe es auch getippt. Ich habe leider Tore getippt, aber ich habe unentschieden getippt. Fand ich jetzt in Ordnung. Also, aber man sieht, ne, also jeder kann so gegen jeden gewinnen, hätte ich jetzt fast gesagt. Vielleicht nicht ganz oben und ganz unten, aber so die Mitte, das ist immer offen und das bestätigt sich jetzt auch. Miriam, liegt dir noch was auf dem Herzen zu dem Spiel? Nope. Ich habe von dem Spiel nichts gesehen. Ich bin nur etwas enttäuscht von Leverkusen, muss ich sagen, weil die so stark in die Saison gestartet waren und ich mir von denen echt viel erhofft oder erwartet habe und gerade von der Offensive. Und was ich von euch jetzt höre, war das ja doch relativ enttäuschend und das finde ich echt schade, weil die mir Anfang der Saison richtig gut gefallen haben. Ja, wobei man da halt auch sagen muss, das ist jetzt ein Spiel gewesen und die sind immerhin, also die sind auch noch punktgleich mit Hoffenheim. Und da haben wir ja ganz anders halt drüber geredet und von da über die Saison gesehen. Werden wir mal schauen. Für die geht's dann weiter gegen die Eintracht. Könnte auch spannend werden. Dann zu Hause gegen Leipzig. Im Pokal geht's gegen den HSV, der auch in der zweiten Liga sehr gut am Start ist. Und dann eben in der Liga gegen Bayern München. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Für Essen geht's weiter gegen Nürnberg. Zu Hause empfangen sie die. Dann geht's nach Sinsheim zu Hoffenheim. Dann im Pokal haben sie Köln zu Hause zu Gast und dann in der Liga Freiburg. Jule, weil du gerade gesagt hast, tippen. Ich habe diesen Spieltag original ein Ergebnis richtig getippt. Das auch dann komplett richtig, also 2-1 von Bayern gegen Wolfsburg, aber ansonsten komplett falsch gelegen. Also wirklich, nicht einen einzigen weiteren Punkt abgesahnt. Das ist da muss ich jetzt mal live gelegen. Gucken, um echt zu sein. Ich habe das jetzt aus Frust nicht mehr geguckt. Verständlich, verständlich. Aber dann würde ich... Ja, nee, auf jeden Fall. Ich habe 10 Punkte insgesamt getan. Also so schlimm war es jetzt nicht. Nicht schlecht. Aber das war eigentlich mir auch klar, dass das so ein schwieriger Spieltag ist, weil das doch sehr gleichwertige Gegner waren. Also auch alle. Ja. Darf ich noch mal was zum Tippspiel sagen? Darf ich kurz Werbung machen? Na klar, auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss einmal ganz kurz mein Ladekabel holen gehen. Wenn du ganz kurz die Luft anhalten, also nicht die Luft anhalten, aber den Gedanken halten kannst, dann bin ich sofort wieder da. So, das war jetzt ein bisschen dumm gewesen, dass ich das nicht vorher schon da gehabt habe. Aber bitteschön, Jule. Dankeschön. Ich würde nur sagen, bei Lottes Erbin haben wir unter Lottes Erbin, also kicktipp.de Lottes Erbinnen ein Champions League Gewinnspiel, Quatsch, nicht Gewinnspiel, ein Champions League Tippspiel, ne? Also wer jetzt Champions League tippen möchte, ganz befreit, ohne Wolfsburg und so weiter, das kann man zum Beispiel bei uns. Es gibt ja nicht so oft Champions League Tippspiel, deswegen wollte ich das jetzt mal hier erwähnt haben. Also wer da Bock drauf hat, auf jeden Fall vorbeischauen. So, und dann haben wir noch, bevor mein Laptop hier dann auch Feierabend macht, nein, Spaß, haben wir noch die
Die Awards. Habt ihr euch da Überlegungen gemacht, Dinge aufgeschrieben? Wollen wir mal losstarten? Ihr nickt alle ganz fleißig. Wollen wir mal losstarten mit MVP, Most Valuable Player. Miriam, wen hast du da? Das tut mir jetzt wahnsinnig leid für Jule. Vielleicht magst du kurz weghören. Aber da blieb für mich nur Georgia Stanway. Also ich habe sie vorhin auch schon erwähnt und ich fand es wirklich richtig beeindruckend. Also ich finde sie eh eigentlich immer gut, muss ich sagen. Ich fand sie, seit sie in der Bundesliga ist und man sie regelmäßig sieht, denke ich mir schon immer mal wieder, aber nicht schlecht, was sie da spielt, aber was sie jetzt in dem Spiel gemacht hat, weil vor allem eben in beide Richtungen, also die Zweikämpfe, die sie defensiv geführt hat, wo sie sich super viele Bälle erobert hat, aber auch die Bälle, die sie nach vorne gespielt hat, sowohl vorm 1-0 als auch noch zwei, dreimal die Bälle, die sie irgendwo durch Schnittstellen spielt. Das war schon ganz großes Kino, was die in dem Spiel gemacht hat. Und deswegen blieb für mich auch nur sie zu nehmen, weil eben im Topspiel so eine Leistung abzuliefern, da wird man dann auch berechtigterweise, finde ich, MVP des Spieltags. Jule, wen hast du da gesehen? Also ich habe natürlich niemanden von Bayern genommen, das ist nicht mehr fern. Und wenn es das, ich weiß, es gibt bestimmt böse Kommentare für meine Verteidigkeit, aber wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ja, es fiel mir tatsächlich schwer, weil so richtig herausgestochen ist ja jetzt keiner. Ich habe mich jetzt für Sharon Beck entschieden. Mal ein Tor und dann fand ich sie wirklich herausstechend wichtig für Köln und finde, das kann man auch würdigen, ne? Man kann ja nicht immer nur brachial tolle Spitzenspiele haben, sondern man muss auch mal wichtig und stabil für ein Team sein. Und ich finde, das hat sie absolut gezeigt. Also. Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich kann also Georgia Stanway auch auf jeden Fall verstehen. Die hat auf jeden Fall einen Platz in meinem Herzen. Ich habe das so ein bisschen, ehrlich gesagt, gesehen, Most Valuable Player für das Team dann, also in welchem Team sozusagen die so sehr wichtig sind, da finde ich halt bei Bayern irgendwie, die haben halt genug andere Spielerinnen auch noch, als dass da irgendwie eine so wahnsinnig krass nochmal heraussticht. Und da bin ich tatsächlich bei Heiferkamps gelandet, bei Duisburg, die halt für ihr Team, ich glaube, so viel wert ist wie kaum eine andere Einzelspielerin irgendwo, die da eher, ne, den Ausgleich erzielt hat und da die Offensive, das bisschen halt, was da war, dann auch gemacht hat eben. Deswegen genau geht man irgendwie. Wenn ich Havertzkamp nehme, dann können wir die dann einsetzen oder sticht das gegen Stanway? Oh Gott. Weiß ich, ich glaube schon, dass das nochmal ein bisschen unterschiedlich ist. Also deswegen meinte ich auch so, ich habe es ein bisschen anders vielleicht eingeschätzt als jetzt Miriam, weil ich glaube, in der Liga, wenn man das so in der Liga sieht, dann ist Stanway schon generell sehr, sehr valuable. Aber ich habe halt gesehen, so fürs Team ist da auf jeden Fall Heverkamps die herausstechende gewesen. Wer ist denn für euch die Unsung Heroine gewesen? Da fange ich wieder an. Für mich, ich habe mich für Jenny Hipp entschieden, weil ich sie wirklich extrem gut fand, also das heißt extrem, aber ich fand sie sehr, sehr gut, ich fand sie auch sehr wichtig für Leipzig. Vorm 1-0 hat sie, glaube ich, auch den Ball da rückerobert. Also ich finde, sie hat ein echt gutes Spiel gemacht und dadurch, dass es aber halt dann doch nur ein 1-1 ist, geht es halt vielleicht auch so ein bisschen unter und deswegen ist sie für mich da die richtige Wahl. Jule, bei dir? Ja, auch da, das sind auch solche Kategorien. Aber finde ich irgendwie sehr spannend, weil man sich da halt schön gut den Kopf zerbrechen kann. Ja, ich habe mir viele Gedanken gemacht und muss sagen, ähnliche Gründe wie Sharon Beck, ich habe mich jetzt für Hasret Kaichi entschieden, weil die, glaube ich, schon ein sehr wichtiges Tor mit ihrem 2-0 gemacht hat und man ihre Wichtigkeit für Freiburg gar nicht hoch genug einordnen kann und weil sie ja auch noch an den Club und überhaupt an alles glaubt und das finde ich auch wichtig. Aber zählt sie als Unsung Heroine? Weil ich finde, dass sie schon so, also die Wertschätzung schon bekommt, oder? Ja, aber nicht oft genug. Entschuldigung, dann kann euch jemand anders nehmen.
Nee, das, also du hast natürlich recht, ne, warum nehme ich wieder eine Torschütze? Mir fällt niemand Besseres ein. Nee, aber ich meine, ich finde es ja auch völlig zu Recht, wenn du sagst, trotz, also es kann ja, ist ja völlig legitim zu sagen, so ja, sie kriegt die Wertschätzung, aber kannst du nie genug sagen. Von daher finde ich ziemlich legitim. Ich fand das jetzt passend, da hast natürlich recht, ja. Toll. Jetzt fühle ich mich schlecht. Weil ich konnte mich tatsächlich nicht entscheiden zwischen zwei Spielerinnen, und zwar Pilic für die SGS. Die halt das Mittelfeld da sowas von im Griff hatte. Und auch so über die letzten Spieltage schon hinweg gesehen, Anna Gerhardt. Und da habe ich aber auch überlegt, ob das so in die Kategorie überhaupt reinpasst, weil ich glaube schon, dass sie gewertschätzt wird. Aber ich finde, über sie wird mir eben auch viel zu wenig gesprochen, wie sie da auf Außen bei Köln wirklich schon die ganze Saison abreißt und gefühlt einfach so hingenommen wird und so, ja, die ist da halt, die macht das halt. Aber irgendwie finde ich, nicht so die Wertschätzung bekommt, also, weil ich finde jetzt auch gerade bei dem Spiel eben, hat sie nochmal so herausgestochen. Ja, deswegen ist meine Anzeige Heroin, doch, ich nagel mich fest, ich gehe mit Anna Gerhardt. So, und dann haben wir noch als letztes den Moment des Spieltags. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, weil ich das auch eine sehr interessante Kategorie finde, weil man da ja so ganz viele verschiedene Dinge nehmen kann. Ich bin gespannt, was ihr zu meinem sagt, aber erstmal höre ich mir Miriams an. Ich bin beim Tor von Halberkamps gelandet, weil in der Nachspielzeit das Ding, und da, wie gesagt, lege ich mich fest, gewollt so da reinzumachen aus der Entfernung, hat es dann schon verdient, weil sie für ihr Team da doch nochmal einen Punkt gerettet hat, nachdem sie vorher eben schon so viel Einsatz gezeigt hat und dann so ein Tor, obwohl ich ja meistens ein Fan von rausgespielten Toren bin und nicht von Fernschüssen, aber den Der war schon schön. Auf jeden Fall. Der stand bei mir auch auf der Liste mit dabei. Bei mir auch. Ja, ist es deiner gewesen? Oder ist es nee, ich habe da lange drüber nachgedacht und dachte, ich, wenn ich schon zwei Torschütze nehme, dann will ich nicht so total. Ich habe tatsächlich das, was wir gerade besprochen haben, der Save von Sophie Winkler, wie sie dem mit ihrem Körper abprallt. Also man hätte natürlich jetzt auch andere, aber das fand ich sehr schön gemacht, weil sie ja dann wirklich in der Tat auch das, sie das alleine entscheidet von dieser Entfernung und sich dann so freut. Das fand ich gut. Auf jeden Fall sehr stark. Ja, meiner ist, ich glaube, der fällt ein bisschen raus, mein Moment des Spieltags. Geht auf jeden Fall an das 2:0 der Bayern, aber an die Regie, die da erstmal die Wiederholung vom 1:0 gezeigt hat, dann irgendwie gerade so reingerutscht ist, wieder in den Live-Spielablauf, wo wir dann irgendwie gerade noch so den Ball ins Tor fliegen haben sehen. Also man sieht den nur noch einschlagen, wirklich. Dann kommt nochmal eine Wiederholung, wo man schon gedacht hat, ah, okay, jetzt sehen wir vielleicht das Tor im Ganzen. Nee, war wieder nochmal das 1:0. Also das war wirklich, da habe ich gedacht, cool. Ich habe es im Endeffekt deswegen Fußball auch nie richtig gesehen, weil habe ich mich dann so geärgert, dann habe ich nicht mehr hingeguckt irgendwie beim Zweiten. Maybe. Ich weiß auch gar nicht irgendwie von einer Weile, Mira, weil du sagst so, ne, das ist Welcome to Frauenfußball so. Irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das letztes Wochenende war oder so, hat es bei den Männern in der Konferenz, glaube ich, auch irgendwie ein Problem mit irgendeiner Kamera gegeben oder was, wo dann gesagt wurde, oh, Entschuldigung, wir haben hier gerade die eine Kamera nicht, deswegen sehen wir den Einwurf jetzt nur von der anderen Seite. Und da habe ich auch gedacht so, ja, welcome to that game. Ja, das war so ein bisschen skurril und noch ärgerlicher, fand ich, wenn man das nicht sehen wollte. Aber ja, warum zeigen sie es nochmal? Und dann hat er, ey, jetzt ist ein Tor gefallen. Ja. Schön fand ich auch wieder, ich weiß auch gerade gar nicht, ich glaube, ich habe das bei Magenta geguckt, wie der Kommentator dann auch gesagt hat, so ja, oh, okay, das ist also auch wieder genau wie das 1:0 über links und dann ins Zentrum und ach nee, ist nochmal das 1:0. Das war echt, also, oh, da habe ich wirklich gedacht, naja, cool. Ja, hoffentlich kommen wir da irgendwann hin, dass wir da auch mehr Kameras und irgendwie bessere Regie haben. Wobei ich glaube, sowas kann auch immer mal passieren. Aber war ein bisschen skurril einfach. Nun denn, ihr beiden, ich weiß nicht, ob euch noch was auf dem Herzen liegt jetzt oder ob wir Feierabend machen wollen. Ist auch schon spät genug. Oh mein Gott, es tut mir sehr, sehr, sehr leid, dass ich euch jetzt so viel Zeit sozusagen gezogen habe. Aber ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ihr hier mit mir über diesen Spieltag gesprochen habt, den 6. in der Bundesliga der Frauen. Ganz, ganz lieben Dank an Jule Meusner. Warte mal, Meuser oder Meusner? Ich habe Meuser. Habe ich das anders in den Kopf gehabt? Es tut mir sehr leid. Habe ich das in der Anmoderation auch gesagt?
Ich glaube, das ist richtig gesagt. Okay, Jule Mäuser, also Entschuldigung, irgendwie war das gerade so ganz komisch in meinem Kopf. Ich stecke nämlich auch mit Mäuser. Unter anderem von Lottes Erbinnen und Früff zu finden bei Mastodon unter bioschokolade@früff, Früff mit ue.social und bei Blue Sky eben auch unter Bioschokolade. Und dann auch noch ganz, ganz lieben Dank an Miriam Scheel, dass du auch hier mit dabei gewesen bist. Zu dir kann ich leider keine Socials sagen, was ja aber auch gar nicht so schlecht ist, da nicht so das Leben hinzugeben, sage ich mal. Also ganz lieben Dank, dass ihr hier gewesen seid. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt noch ganz viel zum Weiterhören. Im Rasenfunk gibt es natürlich auch wieder eine Folge zur Bundesliga der Männer. Die hat Eva-Lotta Bohle aufgenommen. Die sollte auch zu diesem Zeitpunkt schon online sein. Samba Si Asano heißt die. Finde ich auch einen sehr schönen Titel. Max hat auch schon einen Schwerpunkt aufgenommen. Da geht es um den BVB. Da könnt ihr auch reinhören. Und natürlich die Folge zur Nationalmannschaft der Frauen von eben dem letzten Wochenende. Und dann sage ich, mein Name ist Nina Potzel, zu finden bei Blue Sky auch unter Nina Potzel und bei Instagram @die45_podcast. In den dürft ihr auch sehr gerne reinhören. Der kommt dann morgen, also am Dienstag raus. Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuhören und macht's gut. Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.